So, Spiel ist an, Aufnahme ist an und Musik ist an. Wenn du willst, kannst du. Hose ist an. Bei Let's Plays ja, bei Ko Filmkonferenzen nein. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Wald des Weltalls. Gemeinsam mit dem Anu. Moin, moin! Hallo, Anu. Hallo, Valvo. Ja, hast du auch, ja, auch so Kommentare bekommen? Wieder ganz schön lang, der Talk. Nee, hab ich nicht. Bei mir ging es nur um. Ich finde, das Capri ist 10 von 10. Achso, alles klar. Ich hätte mal vorstellen, von wem. Gibt es so ein, zwei Kandidaten. Im treuen Discovery-Fan. Ja, die also, gibt garantiert ein, zwei, drei Menschen, die es toll finden. Irgendwie höre ich es immer nur von Dom. Ja, ich weiß nicht, ob Peter bei dir auch guckt und schreibt, der ist auch nee. Discovery und Picard-Fan. Okay. Ende. Ja, der mag auch alles andere halt, aber. Nee, ich meine jetzt an Leuten, die das gut finden. Es sind wirklich die einzigen, die ich kenne, ja, wirklich die zwei. Ich kenne sonst keinen, wirklich nicht. Mein Vater, nach der ersten Staffel von, mein Vater hat original gesagt nach der ersten Staffel von Picard, ja, sollen sie sein lassen, sollen sie die Zeit und das Geld in Discovery investieren. Das war sein Kommentar nach der ersten Staffel von Star Trek. Dann hat er Discovery gesehen und hat gedacht, oh shit. Discovery, die ersten zwei Staffeln mochte er, die dritte, sagte er, die war ja gähnend langweilig. Vierte hat er noch nicht sehen können, weil ironischerweise ein paar Tage bevor CBS gesagt hat, wir wechseln zu Pluto, hat er die Pluto-App von seinem Tablet runtergeworfen, weil er damit nichts anfangen konnte, weil da nur alter Müll läuft. Ja. Dann hat er sich gedacht, ach jetzt. Jetzt will ich ja auch nicht da zurückwechseln. Zumal er hat es nur auf dem Tablet gehabt, wenn er, keine Ahnung, er ist ja so öfter mal auf Montage als Elektriker. Und dann hast du halt entweder vom Auftraggeber ein gestelltes Zimmer oder ein gemietetes Hotelding und da sind öfter mal auch keine Fernseher. Und da hat er zumindest so ein Tablet-PC, wo er dann nochmal irgendwas gucken kann. Mhm. Aber mittlerweile hat er sich lieber die Netflix-App drauf gemacht. Pluto ja, war ja nicht so toll. Doch mehr Auswahl, oder? Als. Definitiv. Pluto ist echt, also. Ich hab doch noch nichts mit. Also, ich meine, da läuft Beverly Hills 19210, ja, Star Trek was. Enterprise, Doctor Who 60er bis 80er Jahre. Ja, keine Ahnung. Discovery ist das modernste, was sie da haben auf den ganzen Sendern. Das brennt dann die Netzhaut weg. Naja, diese Effekte, dann so ein, zwei Tage. Diese Grafiken. Mal so zwischenzeitlich, die haben auch so ein Dokument, also nicht Dokument, wie heißt das? Dokumentar. Dokumentation. Dokumentationskanal haben die da irgendwie, ich glaube, History, irgendwie sowas. Mhm. Habe ich mal zwischendurch geguckt, aber ganz ehrlich, das kannst du dir auch nicht den ganzen Tag geben, ey, also. Aber hey, ich bin jetzt so schlau, ich weiß, es gab da mal einen Briten, Namen habe ich schon wieder vergessen, ich und Namen halt, der hat da ganz viel für die britische Eisenbahn getan, gemacht. War richtig reich und die letzten Jahre seines Lebens war er pleite und ist gestorben. Ah, okay, ja, merkt man. Danke. Dann kriege ich mal diese Frage bei Wer wird Millionär? Wie hieß der Brite? Verdammt, Anna, hättest du nicht mal den Namen sagen können. Landurlaub. Verdammt. Rote Woche. Das ist hängen geblieben. Das geile 500-Abo-Special. Ja, auch schon ein bisschen her. Sieben Jahre bald, glaube ich. Ich glaube, das war 2015, ne? Könnte hinkommen. Oder, also entweder 2015 oder 2014, eins von beiden. Wenn es 2014 war, sind schon noch mehr. Nicht rechnen.
Ja, kommt halt auch drauf an. Es war halt im Sommer, das heißt, man muss jetzt noch das halbe Jahr da wieder mit einrechnen und nach. So, zack, fertig mit dem Event. Wollen wir die Kommentare, also ich habe insgesamt, also ich hätte ein paar Kommentare. Die Frage ist, willst du die jetzt wirklich durchgehen oder war das jetzt nur so, weil es klang so, als ob du da andere und mehr hast. Ach so. Die sich nicht nur um Discovery drehen oder so. Nee, meinte jetzt nur wegen Discovery halt. Ah, okay. Nee, da habe ich nur... Also wie du magst, wir können ja noch drüber gehen. Können wir machen. Fangen wir mal an. Dann fange ich mal an beim. Fangen wir mal an. Also bei der ersten. Ich habe das in drei Teile geteilt, die letzte Folge. Mal gucken, wie viele es heute werden. Ich habe letztes Mal scherzhaft predicted, die 4 Stunden, bist du bereit dafür? War gar nicht so geplant. also Dominik, ja. Um es nochmal zu betonen. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir Toni nicht dabei haben. Der kommt mit seinen Sätzen immer übersetzen. Also ich weiß, manche haben ja so ihre Schwächen mit Rechtschreibung und so weiter, aber ich probiere ihn mal durch. Welche Charakterentwicklung in Voyager? Also ja, habe ich ja selbst mal kritisiert, das ist immer ein Reset gewesen. Okay. Welche Charakter in Voy? Ja, also original steht hier Wechel. Charakterentwicklung in Voy. Ich vermute mal, er meint darauf bezogen, weil da ist auch kein Fragezeichen, er meinte, welche Charakterentwicklung gab es in Voyager? Fragezeichen, okay. So in Anführungszeichen, würde ich es jetzt verstehen. Okay. Ich brauche nicht immer Charakterentwicklung, muss ich sagen. Brauche ich auch nicht immer. Ich finde es schön, wenn es eine gibt, also zumindest ein Aufbau auf dessen, was mal war und dass es dann irgendwie mal sich entwickelt ein bisschen, ja, muss ja nicht unbedingt gleich ein kompletter Charakter changed werden, aber zum Beispiel so eine Beziehung, cool, zum Beispiel wie Torres und... Ich finde es auch cool, wenn einer mal einen Charakter hat, einen statischen, der immer gleich bleibt, wo man einfach weiß, okay, von dem weiß man, was man kriegt quasi. Nicht immer, oh, heute Riker. So, morgen so. Ja, okay, Riker war jetzt wirklich sehr langweilig, aber das hat eher damit zu tun, dass der keine Stories bekommen hat. Ey, der hat Frauen bekommen und konnte Posaune spielen. Das hat er straight durchgezogen, 7 Jahre lang. Das ist nicht, ich brauche da nicht unbedingt immer Charakterentwicklung. Na, ich finde, man muss auch nicht unbedingt den ganzen Cast durchentwickeln. Das langt dir, wenn so 1, 2, 3 dabei sind. Ich finde zum Beispiel, Janeway hat sich über die Jahre entwickelt. Nicht nur die Haare, sondern auch, wie sie sich so gibt. Ja, schon. Am Anfang sehr wie er auch und später dann... Genau. Definitiv. Wie Dom im nächsten Satz auch schreibt, Seven außer Doktor und Seven. Ja. Genau, er schreibt selbst. Also wir hätten schon allein aus meiner Sicht gerade 3, ohne dass ich weiter durchgucke. Und wie du gesagt Janeway, hast, Doktor und Seven. Paris. Ja, die eine Familie gegründet haben, ein Kind bekommen haben. Das ist ja, wenn du so willst, das ist ja auch eine Charakterentwicklung, die dabei entsteht. Ja. Plus, dass Torres Vergangenheit beleuchtet wird mit, wie sie sich als Kind gefühlt hat, als Halbklingonin und so weiter. Jetzt stell, also, Dom. Ich finde das gerade richtig nicht geil, wie Anno diesmal die Verteidigung übernimmt für Voyager. Ich habe echt schön gesuchtet. Ich bin Warte, oder? Ich habe seit letzter Woche echt gesuchtet, Voyager. Ich denke nur, was ist das für eine Serie? Nee, also seitdem, also, weiß ich nicht. Das Discovery hat jetzt echt für mich 2 sehr schlechte Staffeln abgeliefert, 3 und 4. Da kann ich dann die anderen einfach nicht mehr so harsch kritisieren für. Weil, jetzt mal im Vergleich. 4 Staffeln Voyager. Was wissen wir bis zur 4. Staffel von Tom Paris, Harry Kim, dem Doktor? Und selbst von, ist das Einzige, was ich drauf habe, Chakotay oder sowas, ja? Selbst von dem haben wir im Background. Was wissen wir von Detmar? Ja. Was wissen wir von Rice? Was wissen wir von dem anderen Asiaten, dessen Namen ich mir nicht merken kann? Was wissen wir von Owo Sekun? Was wissen wir von der 2. Doktorin, dessen Namen ich mir nicht merken kann? Pollard. Danke sehr. Ja, aber von dem gibt's nichts. Das Einzige, was wir von einem einzigen Charakter wissen, aus ich glaube, dieser Rettungsfolge, ja, mein Dorf wurde von einem Wirbelsturm kaputt gemacht, aber die Föderation, die Sternflotte hat mich gerettet, deswegen bin ich der Sternflotte beigetreten, wo alle gesagt haben,
Hallo, Wetterkontrollstation, habt ihr da was vergessen vom Kanon, liebe Autoren oder was? Die Uwusekun hatte doch mal eine Backstory, oder? In dieser einen Folge, wo sie da gelandet sind und dann niemandem sagen durften, dass sie da waren oder irgend sowas. Ich hab schon wieder alles vergessen, aber... Niemandem sagen durfte, dass sie da waren? Die, wo sie mal gelandet sind auf der... Was weiß ich, welche Staffel das war. Da war Uwusekun jedenfalls mal mit im Außenteam und hat irgendwie gesagt, ja, sie kennt das alles da und... Bla bla bla. Das war so ich kannte die Religion. Das war Staffel 2, Folge 2 oder 3, irgendwie sowas, wo sie auf dem Planeten getroffen sind, wo die Kirche der Erde irgendwie hingebeamt wurde. Ja, genau. Das Einzige, die Backstory, die sie beigetragen hat, ja, meine Eltern haben Religion studiert oder sind religiös gewesen, deswegen kenne ich diese Zeichen hier. Mhm. Punkt. Mhm. So Backstory Ende. Ja. Und bei Arium gab es eine Backstory, kurz bevor sie gestorben ist. Woo. Die Backstory fand in derselben Folge statt, in der sie mehr als Statist war und gleichzeitig gestorben ist. Ja. Ja, also ich sag mal so, in 4 Staffeln Voyager, in 4 Staffeln TNG, in 4 Staffeln DS9, nein, selbst in den gesamten 4 Staffeln Enterprise wissen wir mehr von den Charakteren, also von allen Charakteren als bei Discovery. Die einzige, die da Story bekommt, ist Burnham die ganze Zeit. Und das langweilt mich mittlerweile. Der Charakter interessiert mich ehrlich gesagt mittlerweile null. Ja, man könnte es wirklich so sagen, mir ist wichtig, dass jemand einen Charakter hat, dass ich weiß, okay, wofür steht der? Ja. Und Charakterentwicklung ist dann, weiß nicht, muss nicht unbedingt sein, aber bei, wie du gerade sagst, bei Discovery wüsste ich ja nicht mal, wer welchen Charakter hat, so wer wofür steht. Die applaudieren halt alle und freuen sich alle gleichzeitig, aber es ist halt immer, die haben halt immer dieselbe Emotion. Weil sie immer dem Zuschauer sagen wollen, jetzt lach, jetzt weine. Aber das ist für mich kein Charakter. Der ist auch die. Das ist für mich das Spiegeln des Publikums. Ja, also eigentlich das Aufdrücken der Emotion in das Publikum hinein. Ja. So, wer darauf dann reinfällt, okay, ja, dann genieß es. Und das ist für mich kein Charakter und Entwicklung aber schon gar nicht. Nö. So dumm. Entwicklung, dass er sich komplett verändert oder aufbaut, brauche ich ja nicht bei jedem. Aber zumindest mal Hintergrundinformation. Das sind leere Statisten, leere Rollen, die kannst du straight durchtauschen. Mhm. Ganz ehrlich, es hat 3 Staffeln gebraucht, bis ich mir die Hälfte der Namen gemerkt habe. Weil die einfach... Die können da Schaufensterpumpen mit hinsetzen, das wäre derselbe Effekt. Ja. Boah, du hast eine geile Kurve geflogen, Detmar. Wuh, klatsch, klatsch. Und Burnham hat schon wieder Tränen in den Augen, weil die Kurve, die sie geflogen hat, so geil war. Und wenn Uwusekun, keine Ahnung, ob die überhaupt Torpedos schickt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was Uwusekun tut. Die sitzt immer nur vor der Konsole. Keine Ahnung, wenn die Torpedos abfallen, wow, der Torpedo, der ist so geil, der hat so getroffen. Wow. Applaus. Geil. Endlich mal getroffen. Mehr davon. Wenn es dann Raumkämpfe geben würde, aber weil das Schiff ja so ultra hässlich ist, wissen sie nicht, wie sie es in Szene setzen sollen bei Raumkämpfen. So. Du machst immer die Info, wir sind getroffen worden, weil man es ja nicht sieht. Mittlerweile wird das ja physisch dargestellt, weil sie jetzt 4 Flammenwerfer auf der Brücke angebracht haben, die immer aus diesen Lüftungsschächten so Stichflammen rauskommen lassen. Geil. Wie so ein Hardrock-Konzert. USS Hardrock Café. Einer burn, der andere hem. Bei Burnham, da burnt die Brücke. So, dann sagt er als nächstes, die letzte Folge war doch das, was ihr immer wolltet. Mehr TNG-Themen. Es ist kein Thema, nur zu reden. Das Problem ist, wenn das Gerede einfach ultra schlecht geschrieben ist. Und ich bin der Meinung, die Autoren von Discovery können nicht mehr so gute Themen angehen wie früher. Ich weiß nicht, die haben irgendwie verlernt, intelligent zu schreiben. Das ist echt teilweise hohles Geplapper, was die Charaktere davon sich geben. Wo ich mir denke, das kann ja auch jeder 15-Jährige heute zu einem politischen Thema sagen. Ja? Geh auf eine Fridays for Future Demo und du kriegst wahrscheinlich deepere Antworten auf, was ist mit Kohle und Atomkraft, als wenn du eine Burnham fragst, was machen wir jetzt mit dieser tollen Anomalie? Hm. Irgendwie peinlich finde ich das Geschripsel da. Wir gehen schon wieder in diese Hastriade über gegen Discovery. Hm.
gibt nur wieder Kommentare, die werden nächste Woche. Wir sind uns in einer Schleife gefangen, glaube ich. Okay, sonst lies einfach vor und wir brauchen ja nicht auf alles in epischer Breite eingehen. Okay, mich hat die Rede von Michael Burnett gefesselt. Wenig hat Disco Charakterentwicklung, die nicht nach Ende der Folge vergessen. Okay. Das weiß ich nicht, was das heißt. Das was wollt ihr eigentlich? 3 Staffeln höre ich nur weniger Action, mehr TNG und kommst dann ist auch scheiße. Also wenn dann weniger Action kommt und mehr Gerede ist auch scheiße. Ja, aber wie gesagt, das Thema, worüber sie reden, ist halt einfach gähnend. Die Geschichte sind um einiges besser als früher. Und von Löcher, seht mal die alten Folgen richtig an, seht ihr die Fehler. Ich liebe dieses viele Emotionen, das fühlt sich wieder männlich an als früher. Viele Emotionen, dieses Rumgeheul oder was? Aber das ist doch nur aufgesetzt. Also ich kann jetzt nicht für die 4. Staffel sprechen, die kenne ich nicht, aber 1-3, das waren aufgesetzte Emotionen. Ja, also gerade 3, allein dieses sag ja, sag ja, sag ja! Oh, Crew hat keine Emotionen. Ich sag's nochmal, die spricht für den Zuschauer. Das ist einfach meine Meinung dazu. Ja, sorry. Zumal ich teilweise nicht, also bei mir kommen diese Emotionen nicht auf, gesagt, die erzwungen wurden. Ja. Ja, es ist ein Trauermeer. Zumal man muss mal eine Sache festhalten. Sie haben jetzt 4 Staffeln gemacht, wo sich bis auf dieser emotionale Kram jedes Mal so ein... Also es ist ja schon eine Veränderung von Staffel zu Staffel zu merken. Du kannst die erste unmöglich noch mit der jetzigen 4. vergleichen. Die sind komplett anders geschrieben. Das heißt, das Studio und die Produzenten und auch die Autoren kriegen mit und kriegen angewiesen, ey Leute, das kommt richtig scheiße an, was wir machen, wir müssen es ändern. Ja, aber vom Tempo her, das oder? Machen sie von Staffel zu Staffel geändert? Ja, die Zeitlinie, weil die Leute gesagt haben, die Discovery sieht viel zu modern aus. Ja, okay. Ja. Das passt überhaupt nicht dahin und zack, die Bohne haben sie in der 2. Staffel gesagt, okay, wir müssen das Ding in die Zukunft jagen. Nein, ich meine jetzt vom Writing her, weil du sagst, das hat sich so krass verändert. Nicht vom Writing, also es ist nicht intelligenter geschrieben, nein, aber sie haben sich angepasst mit Sachen wie die erste Staffel und sprüht ja richtig vor Plot-Twists. Ja. Da ist ja jede Folge ein Plot-Twist zur nächsten, so ähnlich wie bei Picard. Da sind nur die ersten 5 und die letzten 5 Minuten interessant, wo sich die Plot-Twists aufeinander stoßen und der Kram dazwischen ist ja zum Weglösen. Dann läuft Picard von A nach B. Ja, oder geht. Geht, ich wollte gerade sagen, ich darf dich an die erste Folge erinnern, 3. Stufe, ja. Als er hochrennt. Warte mal, Sochi. Oh Gott. irgendwer hat schon mal zusammengefasst, es ist, die 1. Staffel kam so mies bei den Fans an und sie wissen ja, wenn sie das komplette alte Fandom vergraulen, nur mit neuen Fans können sie diese teuren Produktionen, ich meine, man muss ja festhalten, das sind 8, 9 Millionen pro Folge, die sie rausballern. Also US-Dollar. Das sind die teuersten Star Trek-Produktionen, die es je gab. Und wenn sie die alten Fans vergraulen, die neuen können das gar nicht alleine alles tragen, nur über ein Abo-System an CBS All Access aka Paramount Plus. Das heißt, sie mussten zurückrudern. Das heißt, der erste Schritt zurückzurudern, okay, die Fans sagen alle, die Discovery passt nicht in das Setting, das wir für sie geschaffen haben, also ab damit in die Zukunft. Aber ich dachte, das war der Plot der gesamten 2. Staffel. Dass sie irgendwann also in die Zukunft ursprüngliche. Es hieß doch immer, dieses eine Staffel spielt irgendwo und dann spielt die 2. Staffel wieder ganz woanders. Der ganz ursprüngliche Plan von dem, der aber abgesprungen ist als Showrunner, was ja auch diese massive Verzögerung die 1. Staffel verursacht hat, ist: jede Staffel soll von einem anderen Schiff in einer anderen Crew in einer anderen Zeitlinie stattfinden. Ah, okay, komplett andere Schiff und andere Crew. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob die Serie Fargo was sagt, die hat er, glaube ich, mitentwickelt damals schon, die hat so ein ähnliches Konzept. Da ist auch jede Staffel ein komplett neuer Cast, mit einer komplett eigenständigen Story. Wie das zusammenhängt, habe ich bisher auch noch nicht kapiert. Ich habe 3 Staffeln geguckt, die hängen alle null miteinander zusammen, spielen alle in unterschiedlichen Zeitlinien, gehen um unterschiedlichste Geschichten, außer dass es immer um irgendeine Art von Verbrechen geht, mal Mord,
mal Finanzvertuschungsarien und sonst was. Und ja. Ich meine, aber immerhin hätten sie das hinbekommen jetzt, was die Zeitlinie betrifft. Aber ja. Ja. Aber da hängen sie jetzt auch schon zwei Staffeln drin. Unterschiedliche Crew, das wäre doch mal was. Hätte ich gar nichts dagegen, muss ich sagen. Ja. Bis auf Burnham wird auch gar nicht auffallen, wenn der Rest durchgetauscht wird. Nee. Wir haben ja eh nie wirklich viel. Nee. Also ganz ehrlich, du könntest wahrscheinlich alle, wirklich alle Sätze, die Owusu-kun in Staffel 1 bis Staffel 4 zusammengefasst hast, nehmen, ja? Und sie hat nicht ansatzweise den Anteil, den Harry Kim in der ersten Hälfte der ersten Staffel gesagt hat. Harry Kim, hallo? Mr. Fenrich für Lebenszeit gebucht oder so. Es ist so traurig einfach. Irgendwo bellt hier gerade ein Hund, hellhörig. Dass du mittlerweile auf der richtigen Seite bist. Es ist viel entspannter. Jetzt zur hellen Seite übergegangen. Ich habe den dunklen Pfad des Sith Lords verlassen. Ja, übrigens, okay, ich fliege hier gerade eine Voyager in Timelines. Und mir ist eine Sache aufgefallen, die ich eigentlich ein bisschen bedauere. Ich weiß nicht, wenn du sie mal gerade kurz anklickst bei dir, ja, über Schiffswerft, dann zoom mal bitte ganz weit raus. Die ganz normale, die ohne assimiliert, ohne irgendwas. Ohne irgendwas. Genau. Kein Kriegsschiff, keine assimilierte. Das ist ja langweilig. Nee, die ganz normale, so wie wir sie aus der Serie kennen. Ah, die gibt's gar nicht in 5 Sterne, okay. Ja. Sein Wort ist. Kannst du ja auch. 4 Sterne ist sie. Mhm. Wenn du ganz weit rauszoomst, haben wir ja schon mal festgestellt, die Beleuchtung ändert sich. Bei der Voyager, der wird der Deflektor gefühlt zur schwarzen Seele von Amos oder so. Das sieht ganz komisch aus. Mhm, bei dir. Ja, das wird schwarz und glitzert irgendwie ganz komisch. Und dann zoomst du ran und irgendwann kommt so der Punkt, wo plupp, Lichtschalter an, Lichtschalter aus, Lichtschalter an. Ja. Das ist ein bisschen schade, aber naja, Gott, es ist ein Handygame, da ist wahrscheinlich die Renderdistanz irgendwie ausgereizt an einem gewissen Punkt, keine Ahnung. Und die Deflektor-Gondel ist wieder, die Warp-Gondel ist wieder andersfärbig. Von außen. Von oben. Wenn du von oben guckst und raus und reinzoomst, ist die rechte, verändert die eure Farbe. Ja, wenn man von hinten guckt, wird die rechte so golden irgendwie, ja, ne? Oder so gelblich, ja, sicher auch. Meine ganz kurze Frage, wo ich dich jetzt gerade an, ich habe es jetzt bei der Serie nicht beobachtet. Guck dir das Schiff mal direkt von vorne an. Also straight ahead. Hm? War direkt vorne an der Spitze ein Shuttle-Zugang? So eine Andock-Schleuse? Die habe ich überhaupt nicht im Kopf gehabt, als ich das gesehen habe neulich hier. Wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ja, heißt doch nichts. Also ein sehr komischer Ort, weil normalerweise haben die das hier immer seitlich, aber ich habe an der Seite nichts gefunden. Mhm. Aber naja, gut. Wer weiß schon, wie genau sie es machen. Ich finde auch die Phaser verlangsamt, wenn man sie sich von der Seite anguckt, die stechen ein bisschen zu 3D-mäßig raus. So dick waren die gar nicht aufgeklebt auf den Modell oder späteren 3D-Render. Ja, stimmt, sticht ein bisschen krass raus. Okay, was gab's noch für Kommentare? Marco Kurt hat geschrieben, dieses eine Alien aus Discovery sehen wirklich so aus wie aus dem Star Wars Universum und Ogawa war auch in Star Trek Next Generation zu sehen, wie du bereits vermutet hast. Okay. Star Trek Generations, der Kinofilm. Wir haben, glaube ich, die Ogawa. Als du hast sie, glaube ich, in First Contact Uniform, dieses graue Ding. Ja. Grau-schwarz. Da hast du sie hergezeigt und da habe ich gesagt, die ist aus dem 8. Kinofilm. Eventuell kam sie Generations vor. Er hat es jetzt bestätigt. Ich glaube, die Szene, wo sie abstürzen, ist ja die einzige Szene, wo sie auf der Krankenstation sind, bei Treffen der Generation, um es mal im Deutschen zu sagen. Wo sie die Leute aus der Krankenstation rausschicken. Ich glaube, da ist dann Ogawa zu sehen, wie ich so mir vorstellen. Ich weiß, ich wüsste nicht, wo wir sonst vor auf der Krankenstation arbeiten können. Okay. Ja, hat sie viel mehr Auftritte in der
Serie, zu ein, zwei Sätze und dann ist sie wieder. Aber selbst Ogawa hat irgendwie gefühlt mehr Hintergrundgeschichte bekommen als sämtliche Nebendarsteller in Discovery. Man weiß, mit wem sie zusammen war und sonst was. Das ist ganz strange. ja, dann halt noch Dominik. TNG war auch nicht besser bei der Dialoge. Würde ich definitiv nein sagen. Ich glaube, TNG speziell so ab der dritten Staffel aufwärts hat mit gerade mit Picard teilweise echt sehr gute Dialoge bekommen, wo weder ein Sisko noch ein Janeway noch ein Archer rankam. Da ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber zumindest schauspielerisches Talent kam darüber, ja. Echte Emotionen, ja. Nicht künstlich aufgesetzt. Er schreibt auch, die 5. Staffel wurde noch nicht angekündigt von Discovery. Mal gucken, wann das kommt. Und er fragt dann, was ist denn bei Harry Kim für ein großer Hintergrund? Also wir wissen, wir kennen seine Familie, zu der er mal Kontakt aufnimmt. Den Hintergrund haben wir. Wir haben null Familienhintergründe bei allen Discovery-Charakteren, außer bei Burnham. Er kann Flöte spielen, er mag Holoromane, er ist befreundet mit Tom Paris. Er ist, glaube ich, mit einer der wie heißen sie, Leaney-Schwestern, oder wie heißen die nochmal? Diese Zwillinge, wie hießen die denn nochmal bei Voyager? Ja, ne? irgendwie sowas, ne? So Laney, Dwayne, Schwestern, irgendwie sowas. Ja. Ist ja, glaube ich, mal bei der Chaotikas. Nee, nicht bei der. Doch bei einer der späteren Chaotikas-Folgen, wo sie im Raumschiff unterwegs gewesen. Er hat die Nightingale kommandiert, er hat die Nachtschicht öfter übernommen. Er ist einmal gestorben und später wiedergeboren worden, zumindest auch in Star Trek Online, als einer dieser blauen Wesen, die sich von Leichen nicht ernähren, aber die Leichen nehmen und in ihre eigene Spezies konvertieren und dann wiederbeleben. Ich finde, da ist schon ein bisschen Background, also so viel, also. Pff. Wie gesagt, nenn mir irgendwas zu Ovosiku, nenn mir irgendwas zu Deadman, nenn mir irgendwas zu Rice, nenn mir irgendwas zu dem Kommunikationsoffizier oder wenn das nicht Rice ist oder dem Asiaten oder bin der. Nenn mir irgendwas zu Pollard, nenn mir irgendwas zu irgendjemand, der nicht Burnham ist. Ja, und der es auch nicht nur erzählt, Silent. Sondern wo man es auch sieht. Ja. Ja. Detmar kann man noch so oft sagen, was für eine geile Pilotin sie ist, oder die andere, sie ist wirklich eine tolle Pilotin, so, ja, okay, dann zeigt mir das. Du kannst dieses Raumschiff im luftleeren Raum, ohne dass du irgendwo, wo du gegenkrachen kannst, du kannst es nach vorne, nach rückwärts, zur Seite, links, du kannst es rollen, geil. Endlich, also ohne jetzt diskriminiert zu sein, aber ganz ehrlich, das kann ein dreijähriges Kind gefühlt, also sag denen, wo geht's vorwärts, wo geht's rückwärts, links, rechts, rolle. Ui. Hat das erklärt, der hektischen Kamerafahrten, weil die immer so unruhig fliegt. Drum ist die Kamera die ganze Zeit irgendwo anders. Der Kameramann kennt sich selber nicht aus. Der wird da herumgewirbelt, hat überhaupt keine Chance, irgendwie ruhig zu sitzen. Ja. Den haben sie wahrscheinlich auf so ein Trampolin-Ding gestellt und gesagt, spring einfach, während du filmst. Und aus dem Raum schleudern und wieder zurückkommen. Ja. Ja. So viel dazu. Und ich mag langsam die Kulissen nicht mehr. Also das Schiff besteht ja eigentlich nur noch aus der Brücke, aus diesem... Naja, Maschinenraum in Anführungszeichen, obwohl sie noch nie irgendwas mit dem Warpkern gezeigt haben. Das soll ja angeblich dieses rote Ding da im Hintergrund sein. Dem Glaskasten, wo ich neulich zum ersten Mal gesehen habe, dass der Glaskasten einen Türgriff hat, von innen. Von außen ganz fancy, von innen ist ein ganz normaler 0815 Türgriff drin. Okay. Und ein paar Flure, die mittlerweile, also den Flurplan, den kenne ich mittlerweile auswendig bei dem Schiff. Das ist der kleinste Flurplan, den sie je designt haben.
nicht so ausartet wie bei deinem Computerspiel. Nee. Also wirklich, der bei Star Trek, der Aufstand, das ist dreimal so viel gegangen, wie in Discovery physisch existiert. Okay, next. Mehr habe ich nicht. Okay. Außer, dass Dominik die Emotionen, also die Serie löst bei ihm Emotionen aus. Na dann. Ist ja cool. Ja, bei mir auch, aber die gehen eher ins Hass über bei mir, die Emotionen langsam. Ist ja nett. Haben wir ja schon tausendmal gesagt. Ihr braucht ja nicht dieselbe Meinung, wie wir haben. Lasst uns aber unsere Meinung. Wir lassen euch auch eure. Kann ja durchaus sein, dass das für euch passt, aber dann, ja, passt halt für euch, aber für uns nicht. Ich hab meinen Spaß lieber an Lower Decks, ja, da habe ich meine Freude dran, dass es Unterhaltung ist. Es sieht und fühlt sich an wie eine Star Trek Serie, auch wenn es keine Live-Action ist, sondern animiert. Aber die Sounds passen, die Kulissen in Anführungszeichen, die sie designen, es ist halt TNG pur, ja. Der Humor. Der Humor ist gut, ja. Die Anspielungen wahrscheinlich von damals, oder? Anspielung, genau. Und irgendwie jeder Charakter ist irgendwie nachvollziehbar mit seinen Handlungen, so ein bisschen. Mhm. Ja? Jeder hat auch irgendwie was zu tun und was zu sagen. Selbst Rutherford und Tandy haben wahrscheinlich in den 2 Staffeln schon mehr gesagt als Uwuseko in den 4. Ich habe nur die eine Staffel gesehen, aber die war ganz cool, ja, ganz gut unterhalten. Die zweite ist auch sehr gut. Ich schickte mal gerade den gesamten Flurplan, also die Gänge, ja, wo sie ja Star Trek immer für bekannt war, dass die Leute durch Gänge gehen und sich unterhalten. Hm. Das ist er. Warte. Oh ja, das ist ja... Das ist übersichtlich, ne? Übersichtlich. Ein gerader und ein Halbbogen. Meistens sprintet sie da durch. Ja. Mhm. Ja, da kann man schon ein paar Mal im Kreis gehen. Und jetzt nochmal. Sie haben ja sogar mal gescherzt, dass sie, wenn sie also wirklich längere Flurfahrten machen, also wenn der Charakter länger durch einen Gang gehen soll und sich mit jemandem unterhalten soll, dann müssen sie Kameracuts machen, die Charaktere müssen ein bisschen zurücklaufen, ja, und dann filmen sie dann denselben Gang von der anderen Seite einfach nochmal und dann laufen sie so nochmal weiter. Das wäre mal weil da einfach nichts ist. Ja. Da ist halt einfach nichts. Okay, dann wegen den Kommentaren. Bei mir war der Mitternachtsfilm hat gefragt, woher wir die Spielerzahlen haben. Die haben wir uns rausgesucht bei SteamDB. Und dann kann man dort Star Trek Timelines eingeben. Und dort sieht man dann die Spielerzahlen. Ich kann es dir gleich kurz herzeigen. Und da siehst du dann, wie es um Star Trek bestellt ist gerade. Weil wir gesagt hatten, dass die abnehmen und ja, da sieht man es dann. Das da oben ist auf den Tag genau, das heißt, das bringt eigentlich nichts, weil da siehst du nur, okay, am 7. Jänner hat es so und so ausgeschaut. Aber da unten siehst du dann generell die Spielstatistik und siehst, wie es immer weiter runtergeht. Wir haben zum Beispiel 358 heute und letztes Jahr um die Zeit hatten wir 620. Just saying. Ich zeig dir mal ganz kurz was. Traurig. Rate mal, welches Spiel das ist. Star Trek Online? Nein.
Tipp hat mich 3 Wochen gehypt. Der 3-Wochen-Hype ist auch gut zu erkennen. Oh, New World. Alter, das ist ja eine Bruchlandung vorm Herrn, ey. Das hast du hier, ist ja nice, ja. Das ist ja wirklich schön stetig. Ohne viel Schnörksel, straight. Straight ahead, ab in den Abgrund. Das muss man denen lassen. Wenn sie was machen, was ist richtig. Ja, schick. Also um es mal zu vergleichen, das Spiel hatte mal über 1 Million und bei den diese Woche war der höchste Punkt bei 75.000 und der niedrigste Punkt bei unter 25.000, darunter messen die nicht mehr. Also darunter gibt es keine Skala hier mehr. Mhm. Irgendwo zwischen 0 bis 25.000 und eher so in dem Bereich, also weniger als die Hälfte zwischen 0 und 25.000, also unter 12,5. Von 1 Million, diesmal vor 2 Monaten waren. Das ist echt. Ja. Schon pervers. Aber es ist mittlerweile auch irgendwie gang und gäbe, dass zu Release die Server auch so richtig bluten und dann irgendwie nichts mehr los ist. Ja. Leben halt so ein bisschen in so einer Hype-Gesellschaft, kommt mir oft vor. Ich habe auch das Gefühl, dass die Spielindustrie das vollkommen ausnutzt, weil ich glaube, der Markt ist zu groß mittlerweile. Mhm. Einmal überleg mal, wie viele Spiele du mittlerweile bei Steam kaufen kannst, nur bei Steam kaufen kannst. Dann gibt es noch EA Origin, es gibt noch Ubisoft, allein es gibt die noch Wunschliste GOG, von mir, ne? Es gibt noch Epic. Ja, über die Woche hat. Deine Wunschliste ist irgendwie 8-mal so lang, nee, keine Ahnung, wie umfassender als meine. Also. Ja. Also du musst halt irgendwie herausstechen und deswegen musst du wahrscheinlich so einen Hype aufbauen, damit du überhaupt am Anfang einen Profit, eine Welle irgendwie hinlegst oder so. Keine Ahnung. Das Problem ist nur, wenn du dann nicht das lieferst, was du über die Zeit versprochen hast, dann machst du halt so eine Bruchlandung wie New World oder wie, was war Anfang letzten Jahres noch dieses, wie hieß dieses Zukunftsding da? Cyberpunk irgendwas Starborn. 70 oder sowas. So Cyberpunk. Starborn. Ja. Und EA's Star Wars Squadrons ist ja auch irgendwie nur so ein Sommerhit gewesen, mehr oder weniger. Hat ein paar Monate sich gehalten und danach ist es jetzt auch irgendwie wohl wieder, also jetzt, klar, es spielen noch Leute, aber es hat halt kein Langzeit-Content wohl, wie ich mal gehört habe von GameStar. Mhm, okay. Was dich jetzt ewig lang motiviert, weiterzumachen. Hattest du das gespielt? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich habe mich nicht begeistert. Weder die Trailer noch die... Aber was ich gespielt? Battlefront habe ich gespielt, die Kampagne, also Battlefront 2. Und vor 2-3 Jahren kam Jedi Fallen Order raus. Das war ein sehr geiles Spiel. Singleplayer, ja. Sehr gute Story, mit sehr viel Lichtschwertkämpfen, die auch authentisch waren. Auch ein bisschen, also es, ich sag mal, das Grundlevel war irgendwo zwischen normal bis schwer, aber die Bosslevel, die waren bockeschwer. Und ja, es war frustrierend. Im Nachhinein muss ich aber sagen, es hat irgendwie Spaß gemacht, dann rauszufinden, wie geht's. Wie kill ich ihn? Ich glaube, das war auch so die Motivation, die du bei Dark Souls hattest, mit diesen ganzen, keine Ahnung, den Riesenhund oder der Riesenratte oder was wir da alles bekämpft haben. So, wie macht man es jetzt? Einfach reinrennen und draufkloppen geht halt nicht immer, ja? Mhm. Und das ist dann so diese Motivation, so ohne jetzt mal 2 Sekunden zu googeln, wie kill ich den und den Endboss, sondern wirklich sich ransetzen und mal wirklich tricksen. Und dann hast du irgendwie im Nachhinein halt auch dieses Gefühl, richtig geil, was geschafft zu haben. Erinnert sich halt irgendwie an die Gegner und denkt sich, ah, das war der und der war voll fordernd. Und wenn du an das Spiel denkst, denkst du an die Gegner und denkst du nicht, okay, ja, waren die alle gleich. Ich bin schon einen Nachmittag durchgedaddelt, boah, war ganz okay. Ne? genau. Das war die Frage.
Was schreibt er noch? Ich sehe nun, dass es nun einfacher ist, in den Events höher zu kommen, aber kein Wunder. Ihr habt schon alle Punkte sehr gut erklärt. Zu viele neue Truppen jede Woche, also zu viele neue Leute, zu viele Shuttle-Events, zu viele Collections und, und. Ich habe schon das Gefühl vor Monaten, dass die Spielerzahlen sinken und ich glaube, wir haben nicht mehr als, ich glaube, wir haben nicht mehr als 1000 Euro ausgegeben in den 4 oder 5 Jahren, die wir spielen. Habe ja ein Jahr später sie angefangen. Lass uns hoffen, dass das Spiel nicht wirklich stirbt. Hab sogar überhaupt kein Geld mehr, nachdem. Warte. Ich hatte sogar überhaupt kein Geld mehr, nachdem ich einen goldenen gecraftet habe und merkte es nicht einmal. Wollte dann etwas replizieren und dachte, wow, warum geht das nicht? Habe mir nun einfach neue Ziele gesetzt. Und dass ich alle lila Einheiten zu bekommen, was ja schon schwierig genug ist, ja. Weil ich 3 von den Reisen brauche, aber das Spiel mir überhaupt keine Reisetokens gibt, außer in den Events, welche ich meistens nur so bis 30.000 spiele. Ja, wieder tolle Folge, danke. Ja, gerne. Ja. Wieder gerne. Mal schauen, wie es weitergeht, ob das Spiel sich am Leben halten kann. Aber ja, die Spielerzahlen gehen halt leider nach wie vor runter. Ja, ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ich glaube, wir haben es ja letztes Jahr so im Sommer mal bemerkt, mit den Spielerzahlen, mit den Sommer-Events, also ja, wo wir gesagt haben, jetzt kommt halt noch so das Sommerloch eventuell, wo noch weniger passiert. Jetzt ist also das Winterloch da. Ja, es geht Richtung Frühlingsloch dann über, ne? Ja, also, wenn man sich den Sommer anschaut, war so, noch richtig viel los. Da waren es noch so im Durchschnitt 400 plus, ja, so 415, 432, 434, je nachdem, welchen Tag man sich anschaut. Und wir sind aktuell im Durchschnitt bei 360 bis 380. Ich meine, es sind nur Steam-Zahlen. Wie gesagt, Steam ist jetzt nicht das Hauptziel von dem Spiel, glaube ich. Das Hauptziel sind immer noch die Handy-User. Die tauchen hier halt nicht auf, das haben wir ja damals schon gesagt. Ja, und dass es concurrent ist, also dass die zur selben Zeit online sind. Also es kann jetzt sein, dass wenn sie sich die 330 auslocken, dass dann 330 neue reinkommen. Aber es gibt ja schon so einen guten Tendenzschnitt, wie es dann aussieht. Ja, weil ich sag mal, prozentual, wie sich das verringert hat von 430 auf 380, das kann man wahrscheinlich bei den Handy-User-Zahlen genauso ansetzen. Ja, wahrscheinlich. Und man muss halt sagen, wie lange halten sich die wirklich die ganz meisten Durchschnitts-Handy-Games? Halten die sich wirklich wie jetzt Statue Honor, die sind jetzt so im, was, im 5. Jahr, im 6. Jahr, ist schon ungewöhnlich. Mhm. Ja, also die meisten halten sich nicht so lange, es sei denn, sie gehören irgendeinem Riesen-Franchise oder sowas an. Dem Geld egal ist. Dann vielleicht, dem Geld egal ist, ja, wo vielleicht auch ein Mega-Publisher hinter sitzt oder sowas. Aber wir reden hier von Victrealm, Realm, keine Ahnung, Tilting Point, kenne ich von keinem einzigen anderen Game. Hey, wir haben uns doch letztens das tolle Portfolio angeschaut. Ja, ich weiß, aber hast du nicht gesagt, die Hälfte davon haben sie schon wieder eingestellt, das Game of Thrones Game und das andere Game, und jetzt haben sie ein Star Trek Game, ein zweites rausgebracht, aber exklusiv für iPhone-User. Ich bin halt kein iPhone-User, also... Nee, letztens diese Videos, die wir uns angeschaut haben, mit den 3 Studios, wo wir uns gedacht haben, what the fuck? Ja, okay, sie haben viele Studios, aber... Die Games sagen mal alle nichts und sie interessieren mich auch alle nicht, die sie da gezeigt haben. Ich glaube SpongeBob, so die einzige Figur, die ich kenne. Mit der kann ich jetzt auch nichts anfangen. genau, und dann hat noch Jus Corino geschrieben, Feuerwerk ist statistisch belegt Umwelt irrelevant. Und tolles Video, man merkt, dass ihr dezent Spaß habt. Yep. Echt, also, nachdem wir jetzt eine Stunde über Discovery gelästert haben, haben wir dann Spaß gehabt an Teil 1. Du würdest nicht machen, wenn wir keinen Spaß dran haben. Echt, oh mein Gott. Naja. Wie gesagt, das ist ein Spiel, was wir jetzt seit 2017 spielen, glaube ich. So Ende 2017, ich glaube August, September, irgendwo so haben wir da mal angefangen. Ja. Ja, kann hinkommen. Seit so viel ich weiß, du und also, Kenny, ihr seid da früher eingestiegen als ich. Hm? Ja.
mich da doch instant zum ersten Kauf des Steam Starter Pakets für Timelines überredet. Ich glaube, bevor ich den ersten Charakter in Game gratis bekommen habe, habe ich schon das Kaufpaket. Aber hey, es ist Star Trek, da bin ich leicht zu überzeugen, Geld für auszugeben. Aber take my money. Ja, echt mal. Grüße gehen raus an Eagle Moss. Danke für über 250 Raumschiffe, die hier bei mir zu Hause rumstehen inzwischen. Gut, sollen wir mal uns das Event anschauen? Können wir machen, ja. Ich habe gerade die Ästhetik der Intrepid-Klasse bewundert. Okay. Dann noch, ich habe falsch angeklickt. Ich habe jetzt das Midweek-Event abgeholt, Ereignis abgeschlossen, deine Belohnung 300 Chronitron. Ich habe es übrigens komplett durchgeschafft. Das war ja mal easy peasy diesmal. Ja, ich auch. So ist es angenehm, ne? Ohne die dummen Shuttles. Ja, lass die Shuttles weg. Viel zu viel Shuttle-Scheiß. Ja. Sein, man kann irgendwann vielleicht mal auf 6 oder 8 Shuttles erhöhen, die man gleichzeitig besitzt und losschicken kann. Ja. Aber wahrscheinlich nur gegen 15.000 Dilithium pro Shuttle gratis, oder sowas. Bitte. Wie ich spiele, ne? Hatte noch irgendjemand da haben wir dann die Woche, ich glaube auf ein altes Video, das halt furchtbar nervt mit den Shuttles. Viel zu viel Shuttle-Content. Ja. Kann ich nur bestätigen. Also was eventuell den Shuttle-Content angenehmer machen würde, ist, wenn sie den 3-Stunden- Auftrag mal auf vielleicht eine halbe Stunde oder so runter reduzieren würden. Ja, stimmt. Weil im Durchschnitt brauche ich weiß nicht, wie lange du brauchst, also ich bin jetzt kein Hektiker, der da durchrennt, aber wenn ich gerade Zeit habe, um die Dailies zu machen, dann bin ich wirklich in einer halben Stunde durch, außer die Shuttles. Dann warte ich dann halt noch 3 Stunden ab, bis ich dann nochmal 3 Lose ankann. Ja. Dann auch 10 von 11 abgeschlossen. Außer halt, ich habe eine Reise zurückgeholt, dann habe ich nur 9 von 11. Ja, dann kenne ich, die 2-Stunden-Threshold noch nicht hin. Aber ansonsten. Ja, aber da kannst du eh auf die 3 Stunden Shuttles warten, dann hast du auch den 2 Stunden Threshold mit drin. Und dann bist du durch. Ja. Aber bei den Shuttles ja noch nicht, weil du musst ja dann nochmal losschicken. Nee, also wenn ich. Also ich gucke einen primär nur auf die Shuttle-Zahlen so ungefähr. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich es morgens um 8 losschicke, dann weiß ich, okay, gucke ich um 11 wieder rein oder so. Mhm. Wenn ich zur Zeit gleich die Reise losgeschickt habe, da gucke ich nicht zwischendurch nach der Reise, sondern die mache ich dann parallel mit den Shuttles. Ja. Also. Ich mache es immer nach Gefühl. Ich gucke da nicht auf die Zeit. Jo. Also, da haben wir jetzt hier die 5-Sterne Lieutenant Ogara, die wir vorhin schon hatten. Also die aus dem 8. Kinofilm. Die auch im 7. Kinofilm davor kam. Vielen Dank für die Info. Genau. Mensch, Föderation, Sternflotte, Arzt, Taktiker, verzweifelt, einfallsreich. 2+1000er Werte. Okay. Mhm. Ja. Ganz gute Arzt Werte. Kommt sogar relativ hoch. Schiffsfähigkeit, Treffsicherheit 5. Ja. Und 2 Sammlungen. Collections. Collections. Mhm. Ja, ganz gute Werte. Nachteil, es ist ein langweiliges Rerun-Event. Ich weiß nicht, ob ich das lang spielen werde. Ja, kenne ich. Ich spiele, also bei mir ist es ja so, selbst wenn es kein Rerun ist, dann spiele ich nur meistens so bis, was ist es, 120, 130.000 Punkte, wo es den letzten Charakter gibt, und dann höre ich einfach auf. Und das entspannt über die gesamte Zeit, so Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Montag spiele ich nicht, weil wenn ich keinen Urlaub habe, bin ich montags immer so beschäftigt, da komme ich nicht zum Spielen. Außer ganz spät abends, da versuche ich dann noch die Dailies irgendwie durchzuballern, aber tagsüber komme ich nicht dazu, mal das Event zu daddeln. Mhm. Das geht einfach nicht. Mhm. So, als nächstes haben wir Picard als Galen. Mhm. Ohne dass man weiß, dass es Picard ist. Mensch kostümiert. Der Spiel weiß auch nicht, dass es Picard ist. Es liegt halt in der falschen Datenbank. Das ist das Blöde. Es ist nicht mal Picard kostümiert oder sonst was. Nein, es ist einfach nur Galen. Schmuggler, Musiker, Sternflotte, Föderation. Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, bei den 4-Sterne-Leuten bis auf eine Handvoll können wir sagen, macht sie fertig, friert sie ein. Außer vielleicht in der Anfangsphase, wo man noch Missionen machen, also diese Sternkarten-Missionskram da, wo man das freischalten muss. Da kann vielleicht noch ein, zwei gebrauchen an der Anfangszeit, aber irgendwann, du wirfst sie einfach nur noch weg. Ich Und das glaube, Gefühl habe ich seit 2 Jahren. Ruf Kalbor Lila spielt, sammeln, glaube ich. wegwerfen. Ja. Irgendwie schon ein bisschen traurig. Traurig. Ich weiß nicht, wie stolz man früher war, wenn man mal einen lilanen voll hatte. Von den goldenen, da hat man geträumt, dass man vielleicht mal irgendwann mal einen goldenen 5 Sternen und auf Level 100 hat oder Ja, so. ganz am Anfang, weiß ich noch, wie wir in einer der ersten Folgen, die wir gemeinsam gemacht haben. Und was hast du so für Charaktere? Ich habe den Picard 2 Sterne, ich habe ihn schon auf Level 60. So, 60 Euro. Letztens mal wieder angehört. Voll stolz. Ja, es waren die kleinen Schritte am Anfang, die einen irgendwie. Weißt du, das geht halt leider irgendwann verloren und dann geht das ins generische Sammeln und Wegwerfen Ja, über. Und heute auch schon wieder außer. Lila weg. Ja. Fertig weg. Ja, ist echt so. Da ist den irgendwie, weiß nicht, der Endgame-Content mit den grün-blau-lila ist den völlig misslungen irgendwie. Ja, irgendwie schon. Haben sie gut verkackt. Ja, Ja, auch der ist in irgendwas einer lief Sammlung nicht drin, ab. in der Kostümparty, Schiffswerte und alle Werte sind natürlich absolut. Und Toll. Wegwerfe. So, Auf der dann haben rechten wir noch Seite den haben wir zwei. den PK, 2 Sterne, Enterprise D PK. Jo. Jo. 3 Collections. Föderationssternflotte, Mensch, Diplomat, inspirierendes Astrophysiker, Exoarchäologe und Taktiker. Und dann haben wir noch 4 Sterne, den Q, menschlicher Q, verzweifelt. Clever, Halunke, Astrophysiker und Mensch. Das war auch ein alter Charakter noch. Ich guck dir mal die Schatten wieder an. Ja. Wo sie es übertrieben haben damit. Aber das Gesicht ist gut gelungen, das sieht sehr authentisch aus. Besser aus der Kleidung. Ja, die typischen TNG, wie heißt sowas, Overall oder sowas? Diese Handwerkeranzüge da immer. Ja. Die Einteiler. Ja, Einteiler, genau. Der guckt doch schon so scheiße, jetzt muss ich wieder aufs Klo gehen, verdammt. Ja, vor allem, wie ziehst du das aus? Das Ding musst du über die Schultern, über die Arme und dann irgendwie nach unten. Das ist ja ganz kompliziert, ey. Naja. Und muss gut riechen. Die ganze Zeit so ein Strampler. So, gibt nicht mal irgendwas Eine am Ende zu Collection. sammeln. Ja, genau, nichts am Ende. Aber Community-mäßig geht es ja komplett steil. Ja, gut, den Quark, den hat man eh schon, also beide habe ich glaube ich sogar schon, oder? Mit 9 Belohnungen, normal immer nur 3. Ist mal 9. Wir sind schon bei der zweiten, aber ich weiß nicht, ob wir alle 9 schaffen werden. Etwa geht Hat zu man bezweifeln, letztes nicht Jahr bei einem nicht geschafft Rerun. und die Spielerzahlen sind nicht unbedingt gestiegen. Also mal schauen. Ey, wie gesagt, die Spielerzahlen steigen nicht und das ist ein Rerun-Event. Das heißt, die Begeisterung bei den High-Level-Spielern ist eher so verhalten, Meh. sage ich mal. Außer man erkennt halt jetzt seine Chance und denkt sich, geil, da spielt keiner. Na, dann gehe ich mal so richtig steil und hol mir mal Platz Platz 1. 1. Genau. Viel Spaß. Ja, Ja, ich habe wenn man selbst sich die diesen Bestenliste anschaut, gibt es auch schon Fünf-Sterne-Quark-Ding. wieder ein paar, die kein Leben haben. Also. Get a life. Ja, Halleluja. Glückwünsche gehen raus an www.bigbookapp. Und Captain Kirk. Nee, nicht an die Flotte. Also, ist das die Abwehrflotte? Ich hab schon wieder vergessen. Oh. Dann nicht an den.
Die sind aber noch recht aktiv, die sind irgendwie in den ersten 20 Dingern dreimal vertrieben ja, schon. Die sind eine Endgame-Flotte. Werben sie auch immer wieder damit. Na dann. Jeden, was einem so Spaß macht. Was einem so im Leben erfüllt. Ja. Wie gesagt, für mich ist Timelines kein klassisches Spiel. Es unterhält mich, es macht Spaß, aber primär erfüllt es irgendwie so den, keine Ahnung, Sammeltrieb oder irgendwie sowas. Ich sag mal, so ein Spaß wie Anno 1404 mit Langzeit und mit irgendwas sich aufbauen und Ziele erreichen, ist jetzt hier jetzt nicht so gegeben, aber ich hab trotzdem irgendwie meinen Spaß dran. Und ja, sonst hätte ich hier auch nicht vielstellig investiert, sagen wir es mal so. nicht vergessen, du kannst da übrigens dann auch die Packages abholen. Auf dem Startscreen hier. Der Konvergenztag. Weil es gibt nämlich als Community-Belohnung auch so Packages und da haben wir schon das erste freigeschalten. Also bei mir ist es gerade aufgeploppt hier einfach. Kann man dann hier aufmachen zum Beispiel. Und was wird sein? Ein Schiff. Tolianisches. Ich glaube, das habe ich hier noch nicht voll. Warte mal, ich bin gerade irgendwo verloren gegangen. Wo ist. Habe ich das jetzt einfach entgegengenommen schon? Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Okay. Hast du noch was zum Abholen? Wenn Abholen da steht, dann. Nee, da kam halt nur so ein Fenster Community Belohnung freigeschaltet und war ein Knopf. Oh ja, dann hast du es. Okay, gut. Und dann kannst du nochmal auf Konvergenz da klicken und dann sollte auf der linken Seite deine 1 leuchten. Bei Phase 1 von 1 meinst du, ja? Nee. Linken Seite in der Ereignisübersicht. Du hast die Ereignisübersicht. Du klickst auf das Event, wo wir gerade drin waren. Konvergenztag. Also Ereignis anzeigen. Konvergenztag, ja. Genau. Und dann solltest du eine 1 links haben bei den Packages. Konvergenztag, PK, Quark, Q, kaufen für 72 Dilithium oder für 650 Dilithium. Und das statt 72 wäre dann eine 1 zum Abholen. Nope, ich kann es nur kaufen. Okay. Du hast es doch gerade abgeholt. Auch im Zeitportal ist nichts. Oder habe ich, warte mal, da gibt es ein. Habe ich das letzte schon versehentlich direkt ausgepackt? Wahrscheinlich gleich draufgeklickt. Was war denn da drin? Fragen wir es mal so: Gab es einen Charakter oder gab es einfach nur irgendwie. Ja, da ist Money ja die Frage. Und Kroniton. Kann man ja nie sagen, ist ja ein Z-Portal. Ja, dann nicht. Weiß nicht, was du bekommen hast. Da gibt es immer. Ich muss das in Aufnahme mal angucken, was ich hier geklickt habe. Also, ich kann hier. Schiffe gibt es halt einfach. Ich kann nur, wie bei normalen Packs. Ich kann das. Ja? Ich kann nur für 72 Dilithium oder für 650 Dilithium kaufen. Okay, mehr ist hier nicht drin. Weg. Okay. Ablehnen-Button. Einspruch erheben. Ja, ich möchte das nicht. Ich will aber keine Belohnungen. Okay. Aber bei Community steht abgeholt, oder? Also wenn du jetzt ins Event reingehst, auf Belohnungen, Community... Sind die ersten beiden bei dir abgeholt, die ersten beiden Achievements? Steht nicht abgeholt, da steht abschließen, aber wenn du das meinst, ja. Ja, okay, dann musst du es noch abschließen. Oh, vielleicht, weil ich noch gar keinen Punkt investiert habe. Ja, das kann natürlich sein. Ah, warte, Ereignis betreten. Ich brauche hier einfach mal auf dem engen Müll. Ey, guck mal, ich hab ganz viele Sachen auf einmal bekommen. Das ist ja unglaublich. Ja, also ein Ereignispaket, ein 10-mal Shuttle, irgendwas Ding, 6 Trainingskarten, den 2-Sterne-PK und 50 Kroniton. Herzlichen Dank. Das war meine Beteiligung an diesem Event. Habe fertig. Bin durch und ihr? Und eben das Paket, was du gerade geholt hast, kannst du dann in der Event-Übersicht auch abholen. Das sollte jetzt eine 1 leuchten. Ja, gut, habe ich jetzt.
Ja, doch. Na, warum ist mal aufmachen? Hast du es noch oder hast du schon... Nee, ich habe ja dieses trojanische Schiff. Ich guck's mal ab, immer mal auf, was da drin ist. Ich habe einen Kiven bekommen. Entlassen. Weiter. Ich ploppt's jetzt nochmal bei dir auf. Ist immer noch eine 1 da? Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Bug, weil wenn du rausgehst und wieder rein, ist die 1 weg. Aber kann durchaus sein, dass da einige drüber fliegen. Und dann draufklicken. Ja, wenn du draufklickst, passiert halt. Wahrscheinlich. Kriegst halt eine Fehlermeldung. Achso, okay. Nee, du kriegst Kauf gescheitert. Wir haben Triples in unserem System. Okay. Tut uns leid, aber dein Kauf wurde nicht abgeschlossen. Bitte versuche es bald noch einmal. Punkt. Zusammenfassungsklammer auf, 0 Zusammenfassungsklammer zu. Klammer, sie wurden gebannt, weil sie haben versucht zu cheaten. Danke für Ihre knapp 2000 Euro, die Sie über uns gelassen haben. Sie werden jetzt rausgeworfen. Wie damals, wo sie da die Leute gebannt haben, weil sie einen Bug ausgenutzt haben. Ja, ich glaube, das war im Zeitportal, wo man sich da was abholen konnte, gerade. Das ist gar nicht wahr. Ne? Damals. Ja, das ist das Event. Dann schauen wir uns noch das nächste an. Radio Silence, Hybrid-Ereignis. Silence! Radio Silence, Radio Gugu. Es ist eine so, Mischung aus... Kurz mal ein englisch Hybrid-Event, bla bla. Supply. Faction-Event. Und Supply, ja. Was ist ein Supply? Ist Supply nicht dieses Bauding hier? Bauen oder ist Faction aus Bauding? Das ist Galaxy-Event. Unique Supply Missions. Ist das vielleicht das neue Ding, was sie mal in Planung haben? Seit gefühlt 3 Jahren oder so? Okay. Vielleicht meinen sie auch Bau-Event, aber nennen, haben wir jetzt einen anderen Namen? Wir werden es ja sehen. Community-Belohnungen. Ich meine, Community-Belohnung gibt es immer bei Bau-Events. Also vielleicht nennen sie es jetzt einfach Supply-Missions und nicht mehr Galaxy-Missions? Was weiß man schon. Ich meine, es macht tendenziell Sinn, weil du Supply, also du gibst ja Materialien irgendwo her, um was zu kriegen. Also du supplyst dir etwas. Supplies. Das Ding als Galaxy-Event, ja. Ja, Galaxiekarte, keine Ahnung. Die nutzt doch keine Sau mehr, oder? Keine Ahnung, also nicht im Endgame. Okay, schauen wir mal die Belohnung an. Wir haben ja. Q Union, Q Koordinierung, Clever, Halunke, Veteran, Romantisch, Verzweifelt, Kostümiert. Ja. Ja, die Werte, okay. Ist halt ein PvP-Charakter. Ja, definitiv. Erstmal einen Schock bekommen, was, 1000? Und dann okay. 700 PvP. Ja. Mit Angriffsgeschwindigkeitserhöhung nach 10 Sekunden plus 6 zu Angriff, aber nur bei Enter-Schaden. Naja, immerhin ist er in 3 Sammlungen drin. Ja. Begeistert klingt anders. Ich finde auch das Bild irgendwie ganz komisch. Ja, in klein hätte ich ihn gar nicht erkannt. Zuerst auf den ersten Blick dachte ich, ach, Chakotay. Und dann, oh nee, doch nicht. Ja, selbst in groß finde ich das, also der andere Q, da erkennst du, ich meine, vielleicht ist es der Hut oder so hier aber auch, aber irgendwie sieht das ganz merkwürdig aus. Irgendwie schon. Ja. Das Kinn passt doch irgendwie nicht und ja. Das Kinn nicht und irgendwie hat er unter seinem rechten Auge ist da irgendwie so eine dreifache Falte, keine Ahnung, was das darstellen soll. Mhm.
Ja, stimmt. Irgendwie sieht das seltsam aus. Weil das Kostüm ist okay. Ja, hat er halt getragen. Irgend so ein ja, Bürgerkrieg ist das, glaube ich, hier, ne? Bürgerkriegsuniform von irgendwem. Könnte auch Kavallerie sein, ganz ehrlich. Ich kenne mich da null aus. Aber das Gesicht, schwierig. Schwierig. Amerikanischer Bürgerkrieg, okay. Da steht's. Schwierig. Ja, das ist eine Voyager, ich glaube, Doppelfolge war es sogar. Okay. Dann haben, oder? Ich kann auch eine Einzelfolge, ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir Kommando Uhura, Föderation, Sternflotte, Mensch, Musiker, Kommunikator. Boah, die Werte, Alter. Ganz Die alte sind gigantisch, Schule. oder? Zwei Sterne und der zwei Skiller. Und dann Alter, diese der Werte. grüne Wert ist bei mir schon fast so hoch wie der weiße Ist halt echt wie so ein Drei-Sterne-Charakter. Also gibt es Drei-Sterne-Charaktere, die besser sind als die. Ja. Und vor allen Dingen auch Ganz nur übel. zwei, also nur Diplomatie und Kommando. Ja. Langweiliger Zweiskiller. Und dann auch Hey, noch eine immerhin ein gesunder Fähigkeit, die Dialog. man nur einmal verwenden kann. Nach 12 Sekunden. Alter, welche Battles gehen überhaupt noch 12 Sekunden in diesem Schnellvorlauf-Ding? Die gehen doch nur drei, vier Sekunden Verstärkt gefühlt. nur den Angriff um 5 nach 12 Sekunden. Und das Ganze nur einmal. Was? Oh, du Scheiße. Ja, die ist richtig gut. Die wird deinen Account bestimmt voranbringen. Ja, eher nicht so. Ja, ein Griff Vor allem ins sind das Klo. sind auch komplett Trades drin, wo du die brauchst du Ja, nirgendwo. nee. Also weder bei Kadetten noch bei irgendwelchen, also Föderationsstern von dem Menschkommunikator, die hat jeder zweite Charakter. Und Musiker brauchst du, glaube ich, nie. Viel Spaß, die rauszuholen bei der Bergung, weil einem die noch fehlt. Föderation? Ja, wenn euch die fehlt, ne, hier jetzt richtig reinklotzen bei dem nächsten Event. Mensch, So, dann kommen wir zu unserem Oh Lieblingscharakter aus unserer Gott. Lieblings-Star Trek-Serie. Burn. Michael Burnham. Aber danach, das, was in Klammern steht, da würde ich sie am liebsten gerne Ja, hinjagen, ey. wäre ich dabei. Es war Ja, auch in der sorry für ersten die, die es Folge, oder? mögen. Wir mögen es nicht. Ihr habt euren Spaß damit. Ich habe meinen Spaß mittlerweile mit Voyager und DS9 und TNG und fertig. So, Das Föderation war Sternflotte das die erste Forscher. Folge? Das war die erste Folge, ja. Sogar die Eröffnungssequenz, oder? Nein, die Eröffnungssequenz ist Kufmann, der auf Klingonisch irgendwas sagt. Ah, okay. Klingonen müssen Klingonen bleiben. Irgendwie sowas auf Klingonisch, glaube ich. Okay. Aber auf jeden Fall erste Folge. Erste Folge, erste Szene mit ihr. Und mit Giorgio. Ja. Die von der Discovery runter gebeamt wurden. Gefühlt hunderte Kilometer weit weg von einem Brunnen, den sie anzapfen sollen. Da gehen sie dann ewig lange durch sehr viele Weitwinkelshots, also an der Bergkette vorbei, durch ein, wie heißt das, Schlucht zwischen Bergen hindurch. Und dann irgendwann kommen sie bei diesem Brunnen an, um da ganz kurz irgendwas zu machen. Da kommt Wasser raus. Und dann kommt ein Sandsturm, der sich aber gefühlt schon 3 Stunden auf ihrer Zu-Fuß-Route vorher angekündigt haben muss, weil. Die sind vorher durch komplett eine Wüste gewandert. Dann kamen Berge, dann kam eine Schlucht. Keine Ahnung, wie viele Tage du da gewandert bist dafür. Und um dann aus dem Sturm gerettet zu werden, wie gesagt, aus einem Sandsturm, machen sie im Sand mit ihren Fußabdrücken ein Sternflottensymbol. Ja. Und sich vorher denkt, hä, was machen sie da? Schwierig, Und dann das ist zoomt echt, die also. Kamera raus, so, ah, okay, alles klar. Und natürlich bleibt das so, weil vor dem Sandsturm ist es auch nicht besonders stürmisch. Es ist halt einfach da. Aber so ein Fußabdruck im Sand, der bleibt da im Sandsturm. Das ist Ja. ein physisches Gesetz. Und natürlich, bevor die Discovery die zwei da entdeckt, wo sie hingehen sollten,
zum Brunnen. Und sie da einfach hoch wie. Naja, sie wandern erstmal wieder woanders hin zu einer freien Fläche und watscheln da das Sternflottensymbol in den Sand. Dann erst entdeckt die Discovery, wo sie abpicken sollen. Da hätten wir eigentlich schon wissen müssen, was das für eine Serie wird. Ja. Schwierig. Sehr schwierig. Ja, weil sie noch die Trailer-Analyse und dann, aha, okay, und wo sind sie denn da? Was wird das für eine Serie? Die Trailer-Analyse, die mir CBS nach einem halben Tag, glaube ich, vom Kanal gekickt hat oder stimmt. So. Vor, glaube ich, auch eine Stunde oder so oder eineinhalb Stunden. Ja, definitiv. Und in der allein Vorbereitung hat lang gedauert, dann das Video ging eine Stunde, das Rendern wahrscheinlich anderthalb Stunden oder so. Damals noch mit der Krückenleitung wahrscheinlich anderthalb, zwei Stunden hochgeladen, das Video. Dann wurde es 2 Stunden verarbeitet und dann war es 3 Stunden online und dann wurde es gekickt von CBS, weil. Hey, die zeigen ja Sachen. Ah ja. Hast du es dann nachträglich nochmal hochgeladen? Nein, also nein. Ohne Video? Ich war so froh, dass ich keinen Claim dafür bekommen habe, sondern es ist einfach nur, dein Video ist weltweit gesperrt. Weißt du, das wird dir dann auch so mit so einem schönen Rot, also du betrittst dein YouTube-Studio und du siehst nicht das YouTube-Studio, sondern alles ist rot. Rot, die gesamte Seite ist rot. Ja, und dann steht da im gelben Text darunter, dein Video wurde wegen Urheberrechten von CBS weltweit gesperrt. Das hat folgende Auswirkungen auf deinen Kanal. Da kriegst du einen halben Herzinfarkt, wenn du das liest. Ja. Das ist wie früher, wenn du im Elbtunnel in Hamburg gefahren bist und es war Stau. Dann kam immer wirklich, also wenn du, ich weiß nicht, wenn du eine ältere Person bist oder so und du bist im Stau oder irgendwie noch am Fahren und da kommt so eine ganz liebevolle Durchsage. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei, bitte fahren Sie zügiger, ja, Sie behindern den nachfolgenden Fahrer. Da kriegst du eine halbe Hitler-Anlage, so klang das Ding, ey. Ich hatte das mal mit einem, da habe ich glaube ich den Arnold Schwarzenegger, den das, was weiß ich, I'll be back oder irgendwas verwendet im Video und ist auch sofort gesperrt worden, instant, innerhalb von, was weiß ich, 3 Minuten oder so. nur weil ich dieses I'll be back verwendet habe. Okay, alles klar. Sag's nicht zu laut, nachher klingt's zu authentisch und das Video wird auch gesperrt. Ich kann mich auch noch erinnern, als wir bei Stellaris mal den Namen der ehemaligen deutschen Kanzlerin öfter erwähnt haben. Das Video durfte ich nicht monetarisieren. Und eben, hattest und du nicht auch mit mal mit dem Trinken, wo ihr mal über Trinken geredet habt, in irgendeiner Folge mit Dago, Minecraft oder so? Das kann auch gut sein, ja, wenn du eben halt kritische mit Themen Alkohol ansprichst. Ja, dann darfst du auch nicht monetarisieren. Ich weiß auch nicht, also die erkennen ja offensichtlich die Worte, die, also klar, gut, Spracherkennung entwickelt sich halt weiter. Ich find's aber krass, dass die dann aus, keine Ahnung, aus so einem 1-Stunden-Video, du hast da einmal das Wort Alkohol erwähnt. Und dazu gelacht. Alkoholverherrlicher, die EU. Ja, und ich hatte mal einen Strike. Genau, weswegen eigentlich? Du konntest ja nicht längere Videos holen, ne? Ja, wegen dem Formel-1-Intro. So ein Minuten Formel 1 Intro, war's, ja. So ein, was halt damals auch immer bei Formel 1 lief, das Intro. Mhm. Das durfte ich halt echt verwenden. Auch wenn es nicht mehr das Aktuelle war, wenn es schon längst ein neues gab, das zu dem Spiel gehört hat, ey, egal. Also das Intro gehört zum Spiel oder war es auch das Original-Intro, was immer vor einem Rennen war? Ja, das Original-Intro auch. Aber es war halt Teil vom Spiel. Was willst du denn an so einem Ding für Richter? Ja, vor allem, wie wenn du, keine Ahnung. Ich habe das ja nicht allein gespielt und mein Together-Partner hat ja nur so eine Info bekommen. So, ja, irgendwie, so wie du halt vorher, so ein Unterlass das bitte oder so, oder weltweit gesperrt. Aber ich gleich den Strike rein. Selbes Intro. Aha, okay. Ja, ist echt schon fies. Ja. Vor allem, weil es halt nicht, mein erster, nicht kohärent ist. Einer kriegt so oder andere so. Es ist teilweise, habe ich sogar mal erfahren, länderabhängig.
Ich weiß, Deutschland ist zum Beispiel strenger bei der Verwendung von GEMA-Musik als bei euch. Bei euch gibt es, glaube ich, nur, du darfst nicht monetarisieren Sachen oder sowas. Ja. Das ist jetzt mittlerweile auch teilweise bei uns angekommen. Ja? Aber wenn vor locker 3-4 Jahren hast du GEMA-Musik verwendet, das war potenzielles Strike-Potenzial. Okay. Und du darfst ja nur 3 Strikes haben, bevor du bei YouTube rausfliegst. Ja. Und das Geile ist halt, wenn man, also für euch vielleicht zur Info, oft nimmt man ja was am Stück auf und lädt es dann am Stück hoch. Und dann ladest du halt, was weiß ich mal, 10 Stellaris-Folgen hoch. Und wenn überall so was potenziell GEMA-gefährliches drinnen ist, dann bist du halt am Arsch. Von jetzt auf gleich. Ohne es vielleicht zu merken, weil du es ja am Stück hochladest. Das ist echt schwierig. Das war ja fast das Verhängnis meines ersten YouTube-Kanals, der jetzt nur noch dieser Musikkanal ist, sozusagen. Oder du zwei gleichzeitig hattest, ne? Nein, den ersten hatte ich beendet und dann ein halbes Jahr Pause gemacht und dann diesen hier neu aufgemacht. Zwei Strikes hattest du, glaube ich. Achso, ja, genau, ich hatte 2 Strikes. Wegen Anno 1404 Musik übrigens. Also damals war sogar Spielmusik kritisch. Zu zwei, also 2 Soundtracks hattest du hochgeladen, oder? Oder waren das Let's Plays und man hat die Soundtracks gehört? Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nach fast 10 Jahren nicht mehr genau sagen, was das war. Es war die Musik von 1404, das weiß ich noch. Ich weiß, ich hatte damals auch ein Let's Play angefangen zu 1404. Auf dem Kanal existieren aber nur noch die 1404 Soundtracks, nicht die Let's Play Videos. Deswegen vermute ich eher, es war das Let's Play Video. Auch interessant. Soundtrack kein Problem, aber Let's Play, wo der Soundtrack vorkommt. Uiuiui. Bam, bam, bam. Weil nur Soundtrack kann man ja den Soundtrack verstehen, aber bei Let's Play, da versteht man den Soundtrack nicht. Das ist ja ganz schlimm. Ja, das Kuriose war ja, ich habe ja erst angefangen, einfach nur diese Soundtracks hochzuladen, bevor daraus ein Let's Play-Kanal wurde. Also die Musik existierte vor den Spielevideos. Mhm. Dann habe ich angefangen, Let's Plays zu machen, aufgrund von wie hieß denn der nochmal, den du auch kennst? Tom. Nicht Kronk, der an Tom. Da, danke, oh Gott. Grüße gehen raus. Wie hieß der? Und dann habe ich mit 1404 Videos, glaube ich, angefangen und 2070, weil ich glaube 2070 so in den Dreh rauskam, so 2012 oder so. Und dann kamen die Strikes und habe ich schnell beendet. Bevor der dritte kommt. Der Kanal blieb erhalten. Ich durfte aber nicht länger als 15 Minuten Videos machen. Ich müsste jetzt mich aber einloggen, ob nach 8 Jahren das Ding wieder freigegeben ist. Aber ganz ehrlich, who cares? Und habe dann einfach irgendwann den zweiten neuen aufgemacht und den dann versucht wirklich so clean wie möglich zu halten. Ja, zum Glück seitdem jetzt auch keine Probleme mehr. Also nur ab und zu hat die Info, okay, da kommt jetzt, da habe ich halt jetzt Musik verwendet, die ich nicht dürfte, darf ich halt nicht monetarisieren. Ja. Bei This is the Police zum Beispiel, bei dem einen Soundtrack permanent, immer wenn der spielt, nicht monetarisieren. Oje. Und da musst du die Musik ja noch selbst irgendwie antriggern, indem du irgendwie diesen Schallplattenspieler oder Kassettenrekorder irgendwie sowas einschaltest. Krass. Selbst noch den Claim hinzugefügt. Aber dann auch nur bei einem Lied oder bei allen? Bei einem oder zwei. Und das wusste ich ja damals nicht, weil wir sie am Stück aufgenommen haben und immer wieder dasselbe Lied ausprobiert. Das ist cool, das gefällt mir. Behängendes Vorproduktion, ja, wer kennt's nicht. Als ich es dann wusste, habe ich es auch nicht mehr getriggert. Ja, ich habe jetzt auch neulich die Musik ausgemacht bei Star Wars The Old Republic. Ich meine, gnädigerweise muss man sagen, dass sowohl EA als auch Star Wars im Allgemeinen, also Disney, da kulant ist
sie lassen die Musik drin, sie claimen sie dir also nicht weg. Also es gibt ja Rechteinhaber, die sagen, okay, entweder ganzes Video sperren oder die viel perversere Version, der Teil, wo der Soundtrack irgendwo zu hören ist, da wird einfach das Video stumm geschaltet von denen. Ja, ja. Also das heißt zwangsweise auch deine Stimme, sein, sie haben einen Spezialfilter, der nur Musik rausfiltert, aber du klingst deine weil der Filter halt deine Stimme irgendwie mit zerreißt. Habe ich auch, glaube ich, ein, zwei, drei Dingern, die ich dann irgendwann teilweise mal weggelöscht habe. Ja, bei. Oh, ich wüsste nicht. Okay, ich glaube, das war dieses Zombie. Ja, aber ich glaube, das war bei dem Zombie-Video, was ich mal mit dem James Chakotay gemacht habe, wo man irgendwie gegen Zombies aus einer Insel kämpft. Heißt das Dead Island oder irgendwie sowas? Was? Du hast bei mir hast mal ein Zombie-Spiel gespielt? Ja. Okay. Und nicht nur eins. Also inzwischen über die Jahre hinweg garantiert auch schon zweistellig. Zwei. Nicht auf dem Kanal, aber privat mal. Okay. Übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei GameStar, dein Spiel, was du schon seit Ewigkeiten spielst, Project Zomboid, ne? Das ist irgendwie momentan geht das durch die Decke. Ja, endlich mal. Von den Verkaufszahlen und sowas ja irgendwie. Hat einen Sonderbericht bei denen bekommen. Nice. Ja, endlich mal. Ich weiß nicht warum, ob sie jetzt mehr Geld ins Marketing reingepumpt haben, aber plötzlich von allen gespielt. Auf Twitch rauf und runter. Manchmal ist das ja einfach ein Zufall, wenn zum Beispiel ja, oder vielleicht die Großen das nie auf dem Schirm haben. Das kann, es kann ein bezahltes Let's Play sein, aber ich meine, der viel bessere, was ich persönlich finde, Zufall ist, wenn einfach irgendein Großer oder generell die Großen haben sowas ja dann nie auf dem Schirm, solche kleinen Indie-Games, und irgendwer spielt das dann trotzdem mal in einem Stream. Das wird dann dadurch gehypt und dann springen andere Große halt mit auf. Ja. Und dann ist das Ding halt überall populär auf einmal. Mhm. Also das finde ich besser als die Gekauften, weil die Gekauften ist halt, ja, gut, das gekaufte Hype. Ja. Ja, so, Burnham schicken wir mal in die Wüste, habe ich jetzt lang genug hier angeguckt. ich baue schon wieder. Ich überlege gerade, ich hatte irgendwo noch so eine Verwarnung mal bekommen. Wo war denn das? Auch bei Musik. Ich bin der Meinung, dass das mal sogar bei Final Frontier, bei Star Trek A Final Unity die Intro hattest oder so. Das hatte ich mal irgendwie auf dem Schirm, aber. Naja. Sehe ich jetzt leider nicht mehr. Oder zum Glück. Ich glaube, du hast dann irgendwas abgeändert, entweder die Musik oder das rausgeschnitten von dem einen. Oder das war das Ding mit dem Formel 1, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie dieses Final Unity im Hinterkopf. Das so, oder irgendein anderes altes Game, wo wir uns gesagt haben, wie kann es denn sein, dass so ein uraltes Game noch sowas auslösen kann? Oder war das Formel 1 Game uralt? Ja, das war auch uralt. Aber was auch uralt war, war This is the Police, die Musik. War ja auch so. so uralt Musik drinnen. Nee, was? Jetzt fällt es mal wieder ein, was ich mal hatte bei Diablo. Diablo 2. Kennst du ja auch. Ja. Ja. Da gibt's doch das Intro vom Baal. Und das habe ich halt verwendet. Ich habe halt das als dieser. Wie hieß das? Was nehmen wir mal? Das DLC von Diablo 2 jedenfalls, wo Baal eingeführt wird. Und da gibt es diese Intro, das Intro-Video, und das habe ich halt verwendet. Und dann ist mir das, ist mir halt das Monetarisieren verboten worden von einem Label, das auf diese Musik hin ein Lied gemacht hat. Nicht zufällig dieses Adref oder wie die heißen, also ADREV oder sowas. Kannst du nicht mehr sagen, weil ich sehe es jetzt nicht mehr drinnen. Okay. Ist offenbar rausgelöscht worden, hat sich verjährt oder so. Ja, zum Glück. Aber es gibt halt ein Lied, das haben wir dann auch runtergeladen, weil das ganz cool klingt. Das ist so ein Hardrock-Lied.
Und da kommt halt 1:1 dieses Intro von Diablo vor. Also die haben das halt einfach geklaut, das Intro, in ihren Song reingepackt und haben mir dann gesagt, ich darf nicht monetarisieren, weil das ja ihr Song ist, den sie geklaut haben. So, what the fuck? Alter, ey. Ja, Freunde, das ist Kapitalismus as at its best, ja. Es gehört mir nicht, aber ich beanspruche es einfach mal. Da kann man natürlich dann noch Einspruch erheben und kann dann sagen, okay, das passt nicht, aber mir ist es so scheißegal, ich verdiene kein Geld, dann sollen sich die Freunde über die 3 Aufrufe. Ohne Witz. Es ist ja bei dir noch erschreckend, du hast ja also gar keine Monetarisierung, also weder als Google-Partner noch irgendwie über einen von diesen, keine Ahnung, wie heißen die, also nicht Google-Partner, sondern diese, wo auch GameStar oder sowas, ne, genau, Netzwerke so drin hängen. Also da bei dir zu sein, nee, du darfst nicht monetarisieren, ist ja eigentlich eher noch so ein Schlag zurück ins eigene Gesicht sozusagen. Ja, gut gezielt und dann doch wieder in die eigene Fresse. Und das war jetzt sehr lustig, jetzt haben wir sehr gelacht. Ist mir scheißegal. Aber zeigt halt mal ein bisschen die Perversität davon. Ja. Ja, ich hatte mal ganz lange Zeit viel Kontakt, also in Anführungszeichen Kontakt mit einer Firma Adref, also AD und dann wieder groß REV, die angefangen haben, gibt es immer mal wieder mal so Anwaltskanzleien oder Firmen, die sich irgendwie an mit wenig Geld viele Rechte zulegen und dann anfangen einfach zu claimen und über das Claim dann ihr Geld generieren, ja. Und das haben die halt auch gemacht, indem sie einfach gegenüber YouTube behauptet haben, da denen gefühlt die halbe Musikdatenbank dieser Welt gehört. Also die haben von unterschiedlichsten Games dann angefangen zu sagen, hier, das ist unsere Musik und das ist unsere Musik und das ist unsere Musik. Und du musstest halt original wirklich immer nur, nein, ich habe eine Genehmigung von Ubisoft, dieses Spiel und auch den Soundtrack zu verwenden, anklicken zum Beispiel. Also selbst bei Anno Musik, und Anno hat seine Musikrechte garantiert nicht an einen US-Konzern verkauft. Namens Adref. War ich mir echt so mit. Ah, namens Adref, das war ich echt zu zweifeln. und instant wurde es als wieder freigegeben. Musstest also du die das haben dann hochladen, die Genehmigung? Oder irgendwie ein Bild davon oder so? Nein, gar nichts. Nichts, okay. Gar nichts. Also, das kannst du dann zwar später, wenn YouTube sagt, nee, die zweifeln das an, dass du diese Genehmigung hast, bitte beweise es. Vorher war es einfach nur, okay, nein, ich klage dagegen. ich habe das und da habe ich halt immer auf Englisch meinen vorformulierten Text, den habe ich mir irgendwann abgespeichert, glaube damals, mittlerweile ist auch weg, beim dreifachen PC-Umzug inzwischen. immer reinkopiert, nein, ich habe das Recht. Ich hatte ja damals wirklich, ich habe mit Ubisoft gesprochen, ich habe mit EA gesprochen und wie es nicht alle hießen, also nicht gesprochen, telefonisch, aber ich habe mir immer per E-Mail die Genehmigung eingeholt. Ja, das weiß Leute, ich noch. Darf ich oder sehr, darf ich nicht? Sehr genau. Vor allem nach dem, nach dem, was mit einem anderen Kanal passiert ist dann. Verstehe ich schon. Nach dem ersten Kanal war ich auf 10 Spitzen unterwegs sozusagen. So, und dann fing es langsam so an, wo ich... Dürfen wir das zeigen? Und was dürfen wir da zeigen? Genau. Und dann war ich so richtig euphorisch, als dann sowas wie eine Firma wie Paradox damals angefangen hat und einfach eine Pauschalgenehmigung rausgehauen hat. Ja, stimmt. Auch in ihren Forum, wo du dann einfach nur noch... Keine Ahnung, zum Beispiel in der Video, also ganz anfangs musst du in der Videobeschreibung sagen, dieser Kanal gehört nicht Paradox, oder musst du es auch bei Star Trek Online sagen, das ist kein offizieller Kanal von Perfect World Entertainment und Star Trek Online. Sollte klar sein, wenn der Kanal auch noch Holic heißt, aber okay. dann fing es so langsam an, dass sich das Ganze mal aufbröselt, aber für diejenigen, die vor 8 Jahren Let's Plays gemacht haben, das war echt noch so... Ein Tanz auf dem Seilakt, sozusagen, wie man das nennt. Ja. Du musstest echt genehmigen, du musstest sogar bei EA musstest du ein Formular ausfüllen mit den du musstest deinen Kanal-Link einfügen, deinen echten Namen, Geburtsdatum. Das schickst du dann zu denen hin. Irgendwer, ich weiß jetzt nicht, ob der pauschal. Ich weiß, angefangen habe, ne? Ich hab Bock auf diese Scheiße. Aha. Das war der Hintergrund, okay. Schickst du dann dahin und es kam halt am selben Tag eine Rückmeldung. Ich weiß nicht, ob die so schnell sind oder ob da wirklich eine Person hinter saß oder ob die einfach nur jeden, der da was hingeschickt hat, das Ding kam halt irgendwie gestempelt als Mail zurück.
Ich weiß nicht, ob die ein Autostempelsystem einfach gesagt haben, jeder, der was hinschickt, kriegt auf das PDF automatisch vom Bot Stempel per Mail zurück an die, die angegeben ist, fertig. Ja, das stimmt, da gab es diese Listen. Nervöse Anfänge. Ja. Da gab es diese Listen, wer jetzt was erlaubt. Da weiß ich noch, Nintendo hat sich da lang quergelegt. Und das Square Enix war, glaube ich, auch so ein bisschen problematisch. Also nicht so wirklich dazu bekannt. Und da war immer die Frage, darf man das jetzt zeigen oder nicht? Was erwartet dann da, wenn man es tut? Ja, das Bescheuerte war ja, die haben damals ja alle behauptet, wenn YouTuber den Content zeigen, dann kauft unsere Spiele, dann kauft keiner mehr unsere Spiele. Das war deren Behauptung. Ja, die haben nicht verstanden, dass das Werbung also und Hype sein kann. Schon. Also bei Adventures schon, glaube ich. Ich glaube, das hat Telltale so ein bisschen das Genick gebrochen. Ihnen hat das Genick gebrochen, dass die irgendwie immer nur ein Spiel genommen haben, die Textur geändert haben, oder? Ja, und halt keine Entscheidungsmöglichkeit hatte. Und du hast es da dann im Let's Play gesehen und dachtest, okay, ja, dann kann ich mir einfach das Let's Play anschauen. Dann brauche ich es ja nicht selber spielen. Ja, du kannst ja dann nicht deine eigenen Entscheidungen dann da treffen. Also wenn der Let's Player nicht die Entscheidung nimmst, die du überzeugenderweise genommen hättest, dann nicht. Die führt halt. Aber die Spiele waren halt alle zugleich. Ja, das stellt sich halt später raus, dass das alles irgendwie zum selben Weg führt. Und ich finde, also man hat es auch bei dem Game of Thrones Ding gemerkt, also die haben jahrelang keine wirkliche Entwicklung betrieben. Also die Grafik dieser für die Zeit, wo das Spiel rauskam, nicht langweilig aus und teilweise hat sich die Diktion, die haben sie halt überlappt und alles. Das war alles nicht so schön ausgearbeitet. Und dann guckst du halt wirklich mal Videos von anderen an. Da gab es ja auch ein Batman Telltale und ich glaube Walking Dead. Das sieht ja genauso aus. Also die haben irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 2010 mal eine Grafik-Engine entwickelt und seitdem einfach andere Texturen drüber gepackt und eine Story dazu geschrieben. Fertig. Ja. Und also das dann für neu verkauft. Ich glaube, also denen hat es das Genick gebrochen, dass es Let's Plays gab. Aber es war halt einfach scheiße, ihre Formel. Ja, das ist so gut, dann selbst schuld. Also man muss halt mit der Zeit gehen, keine Ahnung. Man hat immer wieder eine andere Story als andere. Man kann sich da entscheiden und hat dann einen uniken Storybogen. Nee, nicht wirklich. Guckt mal ein Let's Play, guckt mal das zweite, denkt sich, okay, kommt selber raus. Na dann, kauf ich Spiel nicht. Zack. Ja, dann müsste doch eigentlich jedes Spiel, was einen reinen Singleplayer-Storyline hat, komplett scheitern. Ja, ich meine, weil da guckst du so einmal die Geschichte durch und dann kennst du sie. Die Adventures, die sind halt nicht mehr wirklich relevant. Ich gucke ja Deathplay, das sind so, so ein paar Entwickler, die sich da unterhalten und immer wieder über verschiedene Themen reden, dass man halt so einen kleinen Einblick kriegt in die Spielindustrie. Und da ist einer dabei von King Art, das sind die dieses Vieh gemacht haben, Viehchronik, keine Ahnung was, dieses Adventure halt mit dem rosa Plüschvieh. Die Viehchronik klingt wie so vom Bauernhof oder so. Ja, genau. Das ist die Kuh, das ist das Rind, das ist ein Schwein, das ist ein Ochse. Genau. Unwritten Tale, glaube ich, Book of Unwritten Tale. Ah, okay. Ist ziemlich bekannt. Ja, gehört habe ich es auf jeden Fall schon mal, ja. Und der hat auch gesagt, das ist eigentlich total irre, weil Adventures, die Zahlen gehen runter und man guckt es halt irgendwo bei einem YouTuber und dann kennt man es und dann ist halt die Frage, ob man es nochmal kauft. Also das war eigentlich nur ein Herzensprojekt, aber das haben sie nicht gemacht wegen den Zahlen. Und hier Dingens ging es ja auch total scheiße, den die Gronkh dann so unterstützt hat. Wo Gronkh dann die Sache, Aetna bricht aus und so weiter. Denen ging es ja auch echt scheiße, die waren ja knapp vor dem Konkurs und dann hat halt Gronkh ihre Sachen hergezeigt und durch Gronkh eigentlich sind die dann halt, haben die einen richtigen Aufschwung wieder erlebt. Kann man sagen, okay, durch die Let's Plays haben sie das erreicht, aber war halt, weil er das halt so gefeiert hat und den Leuten gut mitgebracht hat. Das sind die, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, aber Dedelec Entertainment, wo wir vorletztes Jahr Bounty Train zugemacht haben, das haben die auch gehabt. Mhm. Ja. Das heißt, ich glaube schon, dass Let's Plays einen Einfluss haben auf die Käuferzahlen, aber es kommt halt darauf an, welches Spiel das ist, ob das jetzt ein lineares 0815-Game ist oder ob das jetzt irgendwie was ist, wo man
Freiheiten hat, Minecraft oder so. Ja, es ist, also ich kann den, also minimal kann ich es verstehen, aber ganz ehrlich, wenn du ein scheiß Produkt hast und der Let's Player zerreißt es halt, selbst schuld. Wenn es ein Game ist, was wie Telltale immer gleich ist, selbst schuld, muss halt mal Entwicklung irgendwie in einem gewissen Prozess zeigen oder sowas, ja. Mhm. Und die Spiele mal anders aufbauen, dass wirklich alternativen Enden entstehen und nicht nur zwei Entscheidungen, sondern fünf Entscheidungen machen, die in so viele unterschiedliche Richtungen gehen, das kannst du dir nicht ausmalen und dann müsstest du theoretisch fünfmal dasselbe Spiel gucken oder sowas, ja. Kostet ein bisschen mehr Aufwand, aber ganz ehrlich, ich meine, nur Copy und Paste und eine andere Textur drüberlegen war jetzt auch nicht wirklich der große Aufwand für Telltale über die Jahre. Ich kann es ja von mir sagen, ich selber gucke ganz gerne Let's Plays und spiele sie dann nicht. Also Last of Us zum Beispiel habe ich mega spannend gefunden, aber auch nur wegen der Story, weil mich würden die Kämpfe so ankotzen und anöden, dass ich da überhaupt keinen Bock hätte, das irgendwie selber zu spielen. Das hat mir völlig gereicht, das bei GameTube zu gucken, das Let's Play. Mir ist das super, größtenteils andersrum. Okay. Also bei mir ist es echt größtenteils angenehm. Andersrum und nicht angenehm. Bei mir ist es angenehm. Zum Beispiel, als Tom damals das erste, wo du den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt baust, wie heißt denn das nochmal? Cities in Motion? Cities in Motion, genau, ja. Irgendwie sowas. Hm? Dieses mit Straßenbahnen, ja, und Bussen und sowas mega da. Mega geil. Das fand ich mega geil bei ihm, hab mit 3 Folgen angeguckt und dann habe ich instant auf Kaufen geklickt. Ja, aber das ist ja was anderes, das ist ja kein Storyspiel. Da kannst du ja selber entscheiden, wie du die Straßen verlegst. Ich meine, ja, klar, es ist so eine Mini-Story dabei, aber du kannst trotzdem selber Hand anlegen. Aber was ich jetzt meine, ist, wenn du einer linearen Story folgst, wo du keine Entscheidungsmöglichkeiten hast, das finde ich dann halt super öde, das dann zu spielen. Weil das ist dann so, was weiß ich, wie diese Quicktime-Event-Dinger. Drücke Q, drücke X, drücke V, so. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann gucke ich halt einem Let's Player zu, der das macht. Ja, also wenn das Spielkonzept dir generell nicht zusagt, dieses eine halbe Stunde passiert nichts und dann sollst du aus dem Nichts heraus was machen, was beim meisten mal am ersten Mal schief geht, einfach weil du nicht drauf vorbereitet warst und beim zweiten Mal weißt du halt, was du zu drücken hast, wie ja auch bei dem Game of Thrones Telltale-Ding. Ja, ja. Es ist halt kein ja. Also das hätte ich mir auch nicht selber gekauft. Das Konzept. War ich froh, dass du es gespielt hast, dann konnte ich mich halt zurücklehnen und Backseat-Kommentare geben. Ey, du hattest ja deine Erfahrung mit Telltale Games da schon. Das war für mich war das mein erstes. Ja. Ja. Also sowas brauche ich dann nicht extra noch. Aber auch drauf, mein letztes. Wenn ich das schon sehe. Ist es bei dir auch manchmal so, dass du dann auch Spiele, wo du dir denkst, voll geil, und dann schaust du es dir bei irgendwem an und denkst, okay, jetzt brauche ich es aber auch nicht mehr selber kaufen? Hast du das auch? Nicht im Sinne von, jetzt habe ich es gesehen, jetzt will ich es nicht mehr spielen, sondern eher kommt es bei mir vor, ich habe einen Trailer dazu gesehen, der sah gut aus, dann lese ich einen GameStar-Bericht oder sowas, der nicht zerreißend ist, sondern vielleicht neutral oder halbwegs positiv, und dann gucke ich mir wirklich so ein Let's Play von irgendjemandem an und denke mir so, pff, ja, das ist jetzt halt irgendein Klon von, keine Ahnung, Die Siedler oder von Anno oder sonst was. Hm. In grafisch vielleicht schlechter, oder mich nerven mittlerweile diese ganzen Banished-Kopien an, die immer wirklich, also ja, hui, davon gibt's da wie Sand am Meer mittlerweile. Ja, stimmt. Für mich ist das wie so eine Art Mini-Recherche auch für, ist das Spiel was für mich, also lohnt sich das jetzt für mich, das noch zu kaufen? Mhm. Also schon, ja, es hat einen Einfluss auf mich, ob ich Geld ausgebe oder nicht. Aber meistens eher zum Positiven. Also es kommt seltener für den Entwickler zum Positiven, für meinen Geldbeutel zum Negativen, klar. Aber Herrgott, wir sind Gamer, wenn wir kein Geld für Games ausgeben, was machen wir denn dann? Das sind wir hier irgendwie falsch. Und ich habe bei weitem weniger Spiele als du. Sowohl als auf der Wunschliste, als auch im eigentlichen Steam-Portfolio. Also, come on.
Ich bin da schon sehr wählerisch, glaube ich. Ja. Außer wenn Star Trek ist, ist es aber Shut Up and Take My Money. Das ist cool, das kenne ich ja gar nicht. Ja, zum Beispiel weiterspielen, das ist ja im Prinzip ein Let's Play, was ich bei dir dann geguckt habe. Mhm. Und dann haben mich so ein, zwei, drei Spiele echt überrascht und die habe ich dann instant gekauft. Zum Beispiel dieses Kaufhaus-Ding, was du da mit diesem, wo man das eigene Mall, glaube ich, oder? Brick in the Mall, genau, aufbaut. Oder dieses 911-Operator oder wie das hieß, wo du die Polizei und sowas steuerst. Und was immer noch auf meiner Wunschliste ist, aber derzeit ist es, glaube ich, für 20 Euro oder so drin, als ich jetzt geguckt habe, dieses Beat the Cop oder sowas, dieses Pixel-Ding, wo du von links nach rechts die Straße runterläufst und Geschichten erlebst. Beat Cop. Ja, das fand ich mega geil, als wir es gespielt haben. Das ist der Vorteil von dieser großen Wunschliste. Dass man halt so einen Blick auf die Indies auch hat. Ja gut, ich habe 50 oder 55 Dinge auf meiner Liste. Du hast 800, was war das? 840? 850. Allein, ich müsste mich jetzt 850 Games durchklicken. Trailer gucken, Screenshots anlesen, gucken, wie die Sprache ist, weil ich kaufe grundsätzlich nur Spiele, die in Deutsch sind und mit Englisch bleibt mir erstmal fern. So gut ist mein Englisch halt einfach nicht, muss ich mal zugeben. Ich finde es auch entspannter auf Deutsch. Ja, und ja, ich weiß nicht, so viel Zeit habe ich jetzt nicht, 800 Games durchzuackern. Ja, auf einmal. Es gibt ja noch viel tausendere mehr. Erstmal die 800 finden, die du haben willst. Wenn man das über die Zeit macht, geht's gut. Entdecke jetzt nicht 850 auf einmal, sondern dann halt jeden Tag, was weiß ich, eins. Summiert sich halt. Ja. Was wollte ich sagen? Schaust du noch Let's Plays? Ja. Richtige Let's Plays? Oder nur so Pete's Me testet irgendwas an für 2 Stunden? Also sogar so richtige Folgen-Let's Plays? Ich sag mal ganz vorsichtig, ja, aber definitiv ist das nicht mein Hauptziel auf YouTube. War es aber, also bis auf Tom in der Anfangszeit, eigentlich nie so wirklich, dass ich gesagt habe, so jetzt gucke ich mir mal irgendwie, boah geil, Gronkh hat 2000 Folgen Minecraft, die muss ich mir jetzt mal geben oder sowas. Ja, okay. Eher nicht so. Generell ist YouTube für mich Entertainment und da ist Pete Smith, hat da bei mir völlig den Nerv getroffen, weil die einfach immer crazy durchdrehen und es einfach Spaß ist, bei denen zuzuschauen. Also bei 99,9% der Projekte, die haben halt auch mal ein Trash-Ding dabei pro Monat oder so, ist garantiert. Let's Plays, ja, zum Beispiel GameTube gucke ich zwar jetzt auf YouTube nicht, aber ich habe mir deren Streams dann im Nachhinein immer angeguckt von zum Beispiel Sea of Thieves. Würde ich jetzt als Langzeit-LP vielleicht ansehen. Ich meine, es sind halt immer eine Folgenlänge nicht von 30 Minuten, sondern eine Folgenlänge von 3 bis 4 Stunden. Okay, teilt sie dir dann halt immer auf, weil kann ich nicht Streams in dieser Länge gucken. Ja, dafür bin ich viel zu hibbelig und kann mich nicht 4 Stunden auf einen Content konzentrieren. Kannst du nebenbei was tun? Das heißt, hast du zwei Bildschirme. Ja, dann kriege ich aber vom Spiel zu wenig mit, finde ich. Also mache ich ohnehin schon, aber dann spiele ich sowas wie Timelines, wo du nicht auf irgendwas hören oder lesen musst, sondern einfach blind vor dir her daddeln kannst. Und dann gucke ich mir die Streams halt im Nachhinein in so 2, 3, 4 Happen an. Immer so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder so. Und dann wieder Pause, vielleicht am selben Tag nochmal einen zweiten Happen oder ansonsten verteilt eine ganze Woche oder sowas. So teile ich mir das immer ein. Ich mache das total gerne mit Let's Plays gucken. Also gucke ich mehr als so Serien. Merke ich immer, wenn wir reden und du sagst, ah, du bist schon wieder bei Voyager durch 4 Staffeln und ich denke, what the fuck. Aber bei mir ist halt wieder dann die Let's Plays, dass ich halt total gerne Let's Plays gucke. Also ich mag das irgendwie. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Also ich habe definitiv letztes Jahr hat PeteSmeet ein Let's Play auch ironischerweise jetzt wieder natürlich zu Minecraft gemacht. Mit knapp 35 Folgen, die habe ich schon geguckt. Also es waren aber auch Stream-Folgen. Also auch alle so durch 2 bis 4 Stunden Länge halt.
Letztes Jahr hatte ich das, da habe ich, war ich voll gehypt von dem, was du damals im Dago gespielt hattest, wo ich auch dabei war, The Movies. Dann habe ich ja das auch wieder nachgeguckt und dann glaube ich am Stück dir kommentiert. Ist mir auch aufgefallen. Jetzt guckt er schon wieder. Ich glaube, also der das meistgeguckte Let's Play bei mir ist ja die erste Folge von Star Trek Online. Und ich glaube, da ist einer bei, der das Ganze schon zum dritten Mal geguckt hat, weil ich glaube, ich bei der ersten Folge 3 Kommentare von ihm habe, so vor 8 Jahren, vor 5 Jahren, vor 3 Jahren oder irgendwie so. Still watching it in 2022. Ja. Dominik? Peter? Zweites. Die Hardcore-Anaholics. Genau. Wenn du so dann 8 Jahre nach der Veröffentlichung noch, ach, das waren noch Zeiten, Kommentare bekommst. Okay, echt überlegen. Also so richtig, also wenn dann sehr, sehr, sehr gezielt. Aber dann wahrscheinlich auch nur oft so Folge 1, so ist das was für mich, kann ich das selber spielen? Kommt ehrlich gesagt auch Spiele an, zum Beispiel bei Tom, aber es ist halt auch wieder Jahre her eigentlich, dieses City Skylines, was er mal gemacht hat, falls du das da noch dran, dieses Bau, also richtige Städtebauding. Das habe ich auch noch bei, genau, das hat, wollte ich das ja noch gesehen, das ich bei irgendeinem Ami habe ich das mal verfolgt. Jahre später, als dann schon richtig viele Mods und DLCs dazu rauskamen, ich meine, das Spiel ist ja mittlerweile, keine Ahnung, dreimal so groß wie vom Ursprung her an Content inzwischen. Das ist ähnlich wie Stellaris, wenn man da wieder mal reinschaut. What the fuck? Was passiert hier? Ist halt beides Paradox. Paradox fährt halt eine ultra krasse DLC-Politik, wie ich finde. Sowohl bei Stellaris, bei City Skylines, bei Crusader Kings, bei Europa Universalis, bei... Ja. Ne, you name it. Was cool ist, weil sie halt an einem Teil festhalten, nicht wie EA jedes Jahr selber rausrotzen zum anderen Namen. Aber man kennt sich halt dann irgendwann auch nicht mehr aus, wenn man das Spiel reinschaut. Sich denkt, oh, Stellaris hat mir Spaß gemacht, das war cool, da habe ich voll ausgekannt, ja. Naja, guck ich noch 2 Jahre später mal rein, so, hä? Ich glaube, ich habe das Spiel verwechselt, es muss ein ganz anderes gewesen sein. War das davon? Oder wie hieß das Ding, was wir mal mit Kenny zu dritt gespielt haben, Masters of Orion, das war ja auch grob ähnlich in die Richtung wie Stellaris. Ja. Habe ich auch noch 2 Mal alleine, also nicht als Let's Player, aber alleine für mich gespielt. Und ich muss tatsächlich sagen, im Nachhinein muss ich dir recht geben, zum Glück haben wir es nicht noch ein zweites Mal gespielt, weil es ist tatsächlich so viel Spaß es auch gemacht hat, es ist ultra generisch. Also du machst im Prinzip exakt dasselbe und ich habe wieder gewonnen. Und das war halt bei Stellaris anders, finde ich. Bei Stellaris war es immer anders. Irgendwas anderes passiert. Das fand ich so als Langzeitmotivation irgendwie geiler. Ich meine, nicht nur, dass du unterschiedliche schwere KIs drin hattest, sondern dass halt auch noch unterschiedliche Endzeit-Szenarien und Zwischenfälle und ja, Monster und sonst was. Ja. Was mich echt nochmal reizen würde. Du auf mich hören. Siehe Star Trek Voyager. Siehe Master of Orion. Aber der erste Run durch Master of Orion hat mir echt Spaß gemacht. Das war halt einfach was. Mir ja auch. Neues. Aber echt beim zweiten Mal, obwohl ich eine andere Spezies gespielt habe, gegen wesentlich mehr KIs gespielt habe, habe ich trotzdem gewonnen. Und mehr oder weniger habe ich mein selbes Konzept gespielt wie gegen euch zwei. Also in Anführungszeichen, wir haben ja nicht wirklich gegeneinander gespielt. Aber ihr habt euch da größtenteils gegen KIs bekämpft, während ich meistens mit den KIs nur Handel betrieben habe und am Ende so scheißreich war, dass ich mir einfach alles kaufen konnte, was ich wollte. Stimmt, wie dieser Weltmarkt plötzlich reinkam und du bäm, bäm, bäm klatscht. Ich hab's ja.
Dann irgendwie das Spiel kostet 5000 Euro für Sofortfertigstellung, YOLO. Ja, genau. So. Spiel ist zu Ende in 5 Runden, wenn das keiner mehr bietet. Okay. GG. Ja, da kommt der Kapitalist in mir durch. Jahrelange Erfahrung mit der gesamten Anno-Siedler-Patrizierreihe, dass das prägt. Das war ja so witzig bei Stellaris, wie sich das dann umgekehrt hat. Vorher auch du, das liebe Völkchen hier mit den großen Augen. Oh, der Handeltreiber, der und am Ende der Krieg. War die Handelsgilde, ich weiß nicht mehr, wie hießen, Kirillianer oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, irgend sowas. War auch komplett auf Handel, weil du hast ja eine kriegerische Spezies gehabt mit auch so Ausrotten und was du da alles machen konntest mit deinen eigenen Planeten und sowas, wo meine alle total riot gegangen sind, aber dann wurde ich fast komplett geplättet von dieser Endzeit-Szenario-Geschichte da. Tja, und dann blieb mir halt nichts anderes übrig, als vom Handel in den Krieg überzusteigen. Das war aber auch so geil, das war halt so spannend, finde ich. Hat so Spaß gemacht. Was passiert als nächstes? Wer schließt sich welcher Fraktion an? Da gab es ja zwei Endzeit-Bedrohungen. So. Wie kriegen sich die? Wie kommen wir da wieder raus? Wie klappt das? Das war voll spannend. Ja, vor allem haben wir eine Lösung gefunden, indem wir uns als Untervasallen einer höheren KI angeschlossen haben. Beste Folge ever. Die uns dann aber auch teilweise nicht geholfen hat gegen diese andere Endzeitbedrohung. Stimmt. Aber Hauptsache, wir haben uns der untergeordnet. Und dann wollten wir uns von der befreien, treffen uns riesigen Flotten, erklären der den Krieg und wir sind natürlich... Eine Folge Anno hat eine Sekunde früher den Krieg erklärt. Warte, wie machen wir das? Warte, du kommst von links, ich von rechts. Oh Mann, war das so gut. Ja, du hast eine Sekunde früher den Krieg erklärt. Jetzt bist du mit Valvo im Krieg. So. Und die Schiffe schießen automatisch auf. Ja, das Ganze, das wäre so geil gewesen, hätten wir damals Facecams gehabt, weil ich saß hier. Ja, mein Unterkiefer ist mir fast aus dem Gesicht gefallen, weil wir hatten damals auch das Problem, dass das Spiel läuft ja in Echtzeit, nicht mit Rundenticks oder sowas. Und der Spieler hatte damals echt oft Schwierigkeiten, das synchron zu halten. Entsprechend hat sich teilweise wie in Zeitlupe bewegt. Und ich habe nur gemerkt, so KI, Krieg erklären, bing. Und in dem Moment hörte ich diesen Alarmsound, wenn in Stellaris ein Kampf losgeht. Und ich sehe, wie meine Schiffe sich auf einmal nach rechts drehen. Also vom Rand, wo sie springen wollten, weg. Und ich so, wo dreht ihr euch denn hin? Dann zoome ich raus, dann sehe ich deine Flotte, die Richtung meine Flotte sich langsam dreht, so in Zeitlupe. Man sucht den Abbrechklappen-Button, aber es gibt einfach keinen. Abort, abort, abort! Das ist wie wenn man so einen Unfall schon in Zeitlupe kommen sieht und man weiß, okay, man kann nichts machen. Geht es einfach krachen. Ja, zumal du musst dann ja auch noch eine gewisse Mindestzeit abwarten, bevor du die Flucht antreten darfst in einen Kampf. Ja, bis dahin war das. Das heißt, unsere Flotten durften sich erstmal schön, oh geil, 30 Sekunden erstmal völlig gegeneinander fighten. Zwei völlig übermunitionierte Flotten. Sowas habe ich dann im Master of Orion vermisst. Solche Szenen. Ja. War cool, hat Spaß gemacht, aber okay, hat man mal gesehen. Hatte nicht die Tiefe eines Stellaris, definitiv nicht, ne? Ja. Ich würde auch echt gern Stellaris wieder datteln, wenn ich es mal verstehen würde. Ja. Ich habe letztes Jahr irgendwann zur Mitte, ich glaube so August oder so, mal wirklich wieder reingeguckt. Ich habe echt gar nichts mehr verstanden. Also mittlerweile kannst du nicht mal mehr die Kolonien, glaube ich, nach Sektoren einteilen oder sowas. Was? Und Gouverneure oder was es alles gab. Das ist jetzt weggefallen. Du musst halt für jedes System, wo du irgendeinen Planeten kolonisieren oder sowas willst, musst du so eine Station vorher aufbauen. Das ist ganz kompliziert geworden. Ich blick gar nichts mehr in den Game. Hast du DSCs gekauft? Anfangs ja. Da, wo wir noch zusammen gedattelt haben, da haben wir uns, glaube ich, noch dieses Alien-DLC und sowas gekauft. Okay. Ich dachte vielleicht, kann sein, dass wir irgendwann oder so und. Nee. Keine Ahnung, ob die überhaupt sowas haben. Was weiß ich nicht. Ich glaube, bei Paradox ist das nicht so.
Da kommt halt alle halbe, dreiviertel Jahr kommt ein riesengroßes DLC raus. Kostet 20 Euro, fertig. Verändert wieder alles. Ja. Ich meine, klar, du hältst so das Spiel am Laufen, weil du irgendwie gefühlt alle halbe Jahr und dreiviertel Jahr ein halb neues Spiel raushaust. Basierend auf dem, was du vor 5 Jahren mal gemacht hast oder so. Aber für mich war das zu krass. Ich weiß nicht. Mhm. Wäre cool, wenn man sich das abspeichern könnte, diese Spielversion. Also irgendwie kann man das ja, indem man bei Steam einfach sagt, okay, ich möchte eine alte Beta haben. Aber ja. Haben wir damals auch so gemacht, weil wir verhindern mussten, dass uns die Patches den Spielstand zerhauen. Ja. Da mussten wir die Version sagen, nicht updaten und sowas. Also mussten wir dann daran festhalten, sozusagen. Das Let's Play hat sich ja doch gezogen über ein paar Monate. Vor allem die Vorproduktion lief irgendwie so. Wir nehmen im Sommer auf, die Folgen kommen zu Weihnachten oder irgendwie sowas. Ja. Das war schon krass. Wie gesagt, ich habe es mir letztes Jahr angeguckt, weil ich mir dachte, okay, blend einfach komplett aus, was du über das Spiel weißt und tu so, als ob es ein neues ist. Mhm. Als ob du wirklich zum ersten Mal dich ransetzt, ignoriere, was du vom Spiel kennst. Es hat eh keinen Wert mehr, was du davon kennst. Nach all den Jahren, nach all den DLCs, ist das alles 0,0% wert. Hab's wirklich 2-3 Stunden durchgezogen. Ich bin überhaupt nicht vorangekommen. Hab dann die KI neben mir entdeckt, die 10-mal so groß war wie ich. Und dann war für mich schon wieder vorbei, wo ich dachte so. Sie winkt drüber und du weißt, ach scheiße. Ja, das war doch nicht mal so diese gestorbene, uralte KI, weißt du, die irgendwie vom Spielstart schon Endstatus haben, sondern einfach eine ganz normale war das. Normaler Gegner. Und die und irgendwie schon so 10 Planeten, während ich mit meinem 3. Planeten am Rumkrebsen bin, auf dem Aufruhen sind, weil ich eine andere Kultur auf dem Planeten habe als auf meinem Startplaneten, weil sich das alles von selbst irgendwie entwickelt, weil man ja jetzt gewisse mit diesem Fraktionskram, der da mittlerweile drin ist, wo du dich für eine Fraktion entscheiden musst. Du voller Verzweifel, was zur Hölle passiert mit meinen Leuten? Wieso mögen die eigenen Verantwortungen nicht? Das Einzige, was wir zwei eventuell, wenn du ganz viel Bock hast, ich will dich auch nicht zwingen, irgendwann vielleicht mal testen könnten. Es gibt ja diese riesengroße Star Trek Mod dazu, dieses New Horizon heißt es, glaube ich. Das wäre voll interessant. Eventuell ist die einfacher. Weil es wäre interessant, ob man sich nur für die Sternflotte entscheiden kann. Nee, du kannst alles spielen. Du kannst Klingonen, Cardassianer, Kayson, Ferengi, Orion, auch Borg, alles. Auch Borg, okay, cool. Du kannst alles. Okay, das ist nice, weil. Du darfst auch von der Zeit durchgehen. Also du fängst bei der Föderation das. Ich hatte es mal irgendwann vor Jahren getestet. Das war auch ganz okay. War glaube ich nur für Englisch damals oder irgendwas gab es da. Genau, es war ganz Anfang war es nur in Englisch, dann mittlerweile ist es auch in Deutsch und du hast halt dieses Problem gehabt, dass zwischen den normalen Events im Game und den extra Star Trek Events, das hat halt nicht so richtig harmoniert. Das heißt, du hast teilweise Texte gehabt, die irgendwie nicht richtig gepasst haben, weil das normale Game seine eigenen Events reingestreut hat. Das haben sie wohl mittlerweile auch alles abgeschaltet durch die ganzen Erweiterungen der Mod. Ich gucke gerade ein Let's Play und das ist echt spannend eigentlich. Der spielt halt für die Föderation und ich habe mir dann gedacht, es wäre irgendwie ganz cool, das im Multiplayer zu machen und halt daneben auch sich zu sagen, was spielt für die Romulaner oder so. Haben wir eventuell? müssen so wir nach der Folge mal besprechen. Ach, wieder so ein halbes Jahr Vorproduktion. Schön. Oh Gott. Aber ich wusste nicht, ob das geht, weil es sind ja so vorprogrammiert auf die Sternenflotte, was halt alles so in der Sternenflotte passiert. Und bei den Romulanern, weiß ich nicht, wird es halt ziemlich ebbe sein, wahrscheinlich an Stories, weil weiß ja keiner, was die so über die Jahre hinweg getrieben haben. Oder ich glaube, dafür haben die ganzen Leute, die auch Fanfictions und sowas schreiben, haben einfach dann Story-Content reingeballert. Weil ich weiß, als ich die Klingonen gespielt habe, da fing das Ganze auch alles mit diesem ganzen Kahles-Kram und sowas an. Also wirklich. Okay. Das, was so hauchdünn vielleicht bei TNG und DS9 mal angedeutet wird, ja, da gab es mal einen Kahles, der hat ein Schwert gehabt und der hat eine Frau gehabt. Punkt Ende. Viel mehr kriegst du aus diesen Serien nie rausgequetscht. Aber da kriegst du wirklich damit, wo du, glaube ich, auch die Häuser vereinen musst und so einen ganzen Kram, wenn ich das mit dem Kopf habe. Bei den 10 Millionen Häusern da. Weil die sind ja wohl auch irgendwie da drinnen. Dass das Klingonenreich doch mal gesplittert ist in 10.000 Häuser.
Also gesplittet nicht, aber ich glaube, man musste die versuchen, die Orion, die da zumindest neben mir waren, irgendwie zu unterwerfen. Das war so eins meiner ersten Ziele. Da bin ich damals schon, war schon dran gescheitert. Also die Klingonenkampagne war schwieriger als die Föderationskampagne. Logischerweise wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber ja. Nun doch eindeutig Star Trek-Fans sind, wäre das vielleicht mal der logische Schritt, weil ich glaube, die haben sich nicht so auf dieses umfassende Veränderungskram zugewandt wie das Hauptspiel selbst. Ich glaube, die haben da einfach ihren eigenen Weg gewählt für die Mod. Und ein paar Sachen sind halt noch nicht übersetzt, habe ich gesehen. Das ist halt dann so mal Deutsch, mal Englisch. Ja, gut. Paar Fenster sind wohl auch überarbeitet. Die schauen im Echtspiel anders aus. Ja. Aber wäre interessant, weil ich meine, in der Story wird wahrscheinlich nicht vorkommen, dass, was weiß ich, weiß nicht, was du dann spielst, wenn du das Dominion spielst und ich spiele die Borg und die verbünden sich, das wird halt in keiner Story vorkommen. Ja gut, Spielerentscheidungen sind ja ausgenommen. Das war ja, das ist ja, also ob wir jetzt Frieden haben oder nicht, hat ja keine Auswirkung auf, keine Ahnung, bei uns sind Piraten aufgetaucht oder sowas. Passiert dann halt. Ja, aber ich denke zum Beispiel bei der Föderation gibt es ja dann den Krieg mit den Klingonen. Und wenn jetzt ich, wenn du die Föderation spielst und ich die Klingonen, dann wird es ja nie zu diesem Krieg kommen, weil wir Ja, das verbündet fällt dann wären. aus. Das fällt Okay. dann aus. Also wenn wir wirklich verbündet sind, fällt das aus, ja. Das ist eine spielerbezogene Entscheidung. Du, ich muss mal ganz kurz wohin, ich bin gleich wieder da, ja. Okay, bis gleich.